Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reizgespräches hier auf meinem YouTube-Kanal der Reizeffekt klare Kante gegen dumpfe Parolen. Der erste Gast hier im frisch gebackenen neuen Jahr ist der liebe Michael, mit dem ich schon in zwei sehr interessanten und auch für mich wirklich erhellenden Gesprächen einiges euch nahegebracht habe, hoffentlich über Nationalrevolutionäre, Nationalbolschewisten und ja, wirklich eine kaum bekannte und kaum beachtete, aber doch ja, verbal zumindest sehr wirkungsmächtige Schattierung des Rechtsextremismus, den sogenannten Nationalbolschewisten. Das könnt ihr in den hier unter diesem Video verlinkten Videos gerne noch einmal nachschauen. Heute geht es um die identitäre Bewegung, ja, weil der Michael, der war nicht nur Neonazi, Nazboll, sondern er war auch ganz am Anfang mit dabei, als die EB angefangen hat, sich zu formieren. Da war die EB noch eine andere, als wie es heute der Fall ist, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Erstmal freue ich mich, dass du wieder hier bist. Du hast gerade schon ein bisschen den Kopf geschüttelt, als ich auch auf deine unrühmliche Vergangenheit ein bisschen eingegangen bin. Das muss dir aber nicht peinlich sein, sondern im Gegenteil, das ist ganz, ganz stark und ganz, ganz toll, dass du heute wieder hier sitzt, dass du dich deiner Vergangenheit stellst, dass du uns teilhaben lässt an deinen Irrungen und Wirrungen im Leben. Und da sollten sich manche echt eine Scheibe von abschneiden und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, sondern sagen so, hey, bei mir gibt es einiges aufzukehren vor der Tür und damit die anderen nicht in denselben Misthaufen treten, wie ich es gemacht habe, zeige ich euch, was da so rumlag. Das ist nicht immer schön, gerade für einen selber nicht, das weiß ich ja selber, aber ich denke mal, ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe übrigens auch sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen auf unsere letzten beiden Gespräche. Da waren sehr, sehr viele sehr begeistert auch von dir. Und so hoffe ich persönlich auch aus Eigeninteresse, weil ich auch unsere Gespräche sehr genieße, dass du in diesem Jahr nicht das letzte Mal heute hier zu Gast sein wirst und dass wir dich vielleicht öfters auch mal hier als Kommentator und Analyst und jemand, der ein Jung aus dem Leben war und ist, begrüßen dürfen auf diesem Kanal. Lange Rede, kurzer Sinn. Micha, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und das Wort gehört dir, mein Freund. Ja, danke, Axel. Darf ich auch mal was sagen? Also ja, danke, dass ich wieder hier sein darf, dass wir ein bisschen heute wieder ein bisschen, quatschen können. Ob wir noch öfter was machen, das werden wir erstmal sehen, weil das ja immer ein bisschen Aufwand ist, den ich hier betreiben muss mit meinem improvisierten Studio und so. Nee, aber wir gucken mal. Ja, also danke auf jeden Fall für das positive Feedback von euch allen dort unter den Kommentaren und so, auch die negativen Sachen bei der einen Stelle oder so. Alles super, alles cool. Also ich werde mal gucken, dass ich mich nächstes Mal mehr in die Kommentare wieder mit ja, einmische und auch mal was dazu schreibe, falls irgendwelche Fragen sind oder so. Ich denke mal, heute vielleicht ein bisschen mehr. Mal gucken, ob das Thema dann überhaupt noch so die Relevanz hat, weil ich ja dazu auch schon mal was gemacht habe. Und nachdem, also die Leute, die das schon kennen, die das schon mal gesehen haben, die ersten beiden Teile, wo ich über die Nationalrevolutionäre, Nationalbolschewisten halt geredet habe, nachdem unser super tolles, dummes Gurkentruppennetzwerk halt sich aufgesplittet hat, war ich natürlich politisch irgendwie heimatlos. Und das war ich ja zeitlebens, als ich in den rechten Strukturen irgendwie war, weil mir nichts, da war nichts da, was irgendwie mir irgendwie ein Gefühl gegeben hat, so nach dem Motto, jetzt ist es hier richtig. Also bei den Nationalrevolutionären war es halt schon sehr nah dran. Aber viele Sachen haben mich auch gestört. Mich haben halt einfach dann die Freundschaften quasi lange gehalten, die sich da so entwickelt stopp, haben. Stopp, da muss ich direkt einhaken. Natürlich, was hat dich denn gestört? Wenn du das jetzt mal so auf den Punkt bringen kannst. Ich meine, ist natürlich immer klar, in Gruppen muss man halt immer auch dessen Lied singen, wessen Brot man isst. Man will dazugehören. Aber wenn du es auf den Punkt bringen kannst, was hat dich gestört in diesen Gruppen? Ja, einfach die Frustration über lange Zeit. Ne? Also es ist jetzt, die Ideale, die saugt man ja auf. Man ist ja ideologisiert. Also man glaubt ja daran. Ja? Das ist ja dann wie eine Art Sekte, in der man sich dann bewegt. Aber die Frustration kommt dann immer wieder. Wenn man ein Bundestreffen macht, wenn man auf eine Demo fährt, wenn man Aktionen plant und dass man dann halt von den 20 Leuten, die sich angesagt haben, dann vielleicht nur zu 10 ist oder nur zu 5. Und so weiter. Also, dass man halt solche Sachen immer hatte, war ich auch manchmal unzuverlässig, glaube ich, ein-, zweimal oder so wirklich, da war es wirklich blöd. Da habe ich auch dann ein privates Treffen vorgezogen, anstatt damit auf den 1. Mai zu gehen. Das musste ich mir auch lange anhören, aber Gott sei Dank war ich nicht dabei. Aber solche Sachen haben sich halt immer wieder, ja, immer wieder eingeschlichen. Beispielsweise ging es um Geld, ja, für das Forum, für Flyer, für Transparente, für Farben, Stoffe und so weiter. Und dann musstest du halt von allen Leuten Geld abknöpfen und es kam halt nicht.
So, und das sind dann also die Frustrationen, die sich dann irgendwann halt immer ja, so weiterspinnen und dann man einfach keine Lust mehr hat. Und dann irgendwann schmeißt man die Brocken halt hin. Und das haben wir dann auch gemerkt, dass wir halt nichts erreicht haben, weil wir nur Feinde hatten. Also wirklich, also kann man noch das tollste Programm, basisdemokratisch, und wir wollen ja den Nationalismus anders aufladen und wie auch immer. Aber streng genommen war es dann halt einfach wirklich nur ein kleines Netzwerk, ein kleiner abgeschlossener Zirkel mit nur Feinden, ja. Und just in diesem Zeitpunkt, wo wir uns dann so ja, aufgelöst hatten, kam die identitäre Bewegung so ins Spiel. Sie gab schon mal in Frankreich schon mal ein paar Videos gesehen von diesen Generation Identitär oder Block Identitär. Zur zeitlichen Einordnung, welches Jahr war das? Über welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Wann ist quasi eure alte Struktur der Nationalrevolutionären zerfallen und wann kamen die Identitären, dass wir es einordnen können? Das muss ich direkt nochmal nachgucken. Also ich weiß, wann ich zur EB gekommen bin, aber ich weiß nicht mehr, wann wir, also es gab sogar einen Artikel, warum wir uns aufgelöst haben. Aber das dürfte auf jeden Fall alles vor 2012 gewesen sein, definitiv. So 2011 vielleicht schon, 2012 Anfang, also so in dem Dreh und fast nahtlos, also mit ein paar Monaten, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr dazwischen, kam dann die EB so ein bisschen auf. Und wirklich ein bisschen mit diesen Hardbass-Videos. Das war halt extrem lustig gemacht. Ich weiß gar nicht, wo das Original herkam. Jedenfalls gab es diese Hardbass-Flash-Mobs und dann wurden da so ein paar Parolen und so weiter gezeigt. Und man hat dann auch durch dieses, also ich bin jetzt auch noch durch Kirchweih, da war ja dieser eine Deutsche, der von der Migrantengruppe getötet worden ist, und dadurch hatte die EB nochmal einen riesigen Aufschwung. Das sind halt so Themen, die halt kurzfristig halt Leute ziehen und interessieren und damit halt Politik gemacht wird. Und so hat die EB quasi auf ihren Facebook-Seiten mit diesem Fall halt sozusagen Propaganda gemacht. Und dadurch kam ich halt auf die Gruppe auch weiter aufmerksam, bin ich aufmerksam geworden. Ja, und dann habe ich mich mit den ersten Aktivisten ausgetauscht im Netz und bin dann auf die ersten Treffen gefahren, ja, nach Berlin. Ich weiß nicht, wie du das damals mitbekommen hast. Die IB hat sich ja relativ früh aus eher konservativen Leuten in Deutschland gruppiert. 2010 ist ja Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab rausgekommen. Das war für viele nochmal so ein Dammbruch, sage ich jetzt mal, dass da plötzlich rechte Themen auch im Mainstream der Medien behandelt worden sind, dass viele Bürger gesagt haben, oh Gott sei Dank, spricht das endlich mal einer an. Wir haben Probleme im Land, die sonst immer weggeschoben oder einfach nicht thematisiert worden sind. Das war für viele konservative und eher rechtsstehende Bürgerliche dann so eine Art Befreiungsschlag. Und das hatte auch einen Effekt auf Jugendliche, ja, die auch aus akademischen Kreisen kamen und die haben damals dann so Freundeskreise Thilo Sarrazin gegründet, die dann, wo die identitäre Bewegung dann so ein bisschen dann greifbar wurde, eben dann auch über die Connections mit Frankreich, wo sie ja dann schon fest verankert war, auch über den dortigen Rechtsruck, die Front National damals und den Vordenker der sogenannten neuen Rechten, Alain de Benoist. Und das hatte schon so einen gewissen Impact dann auch auf Jugendliche, die dann so als konservativ-subversive Aktion erstmal agiert haben, die eigene Magazine rausgegeben haben, die schon rechts waren, aber halt nicht rechtsextrem und auch nicht so aktionistisch, wie wir das aus unseren Neonazi-Strukturen oder eher nationalrevolutionären Strukturen kannten. Und da hat die IB natürlich dann schon eine gewisse, ja, sag ich mal, Wesensgebung erhalten, die sich eklatant unterschieden hat von dem, was wir heute in der IB sehen. Ja, also die IB heute ist ja kaum noch zu unterscheiden von Demos, wie wir sie damals veranstaltet haben. Die Reden da, die da gehalten werden, die hätte ich damals eins zu eins genauso gehalten. Und da ist schon viel passiert. Ja, und wie war denn so dein Eindruck, als du damals erstmal hingefahren bist zu diesen Veranstaltungen? Waren das für dich jetzt eher Leute, wo du sagtest, wow, die sind früher mit uns auch mitgelaufen auf NW-Demos und das waren Nationalrevolutionäre oder waren das, ich sag's jetzt mal, normale, waren das Konservative, waren das Rechte, waren das Jugendliche, die einfach sagten, hier, ich will auch mal ein anderes Thema irgendwie in die Medien bringen. Wie war da so deine Einschätzung und dein Eindruck? Also ich habe dann später noch ein paar aus unserem Netzwerk getroffen, die dann da auch aktiv geworden sind, aber eher unterschwellig. Aber tatsächlich war das wirklich so, wow. Weil man war wirklich dem, was man im MW alles gesehen hat, da war man echt geschädigt teilweise.
Und weil das halt völlig subkulturell war am NW, ne? Und dort waren es halt normale, wirtschaftlich erfolgreiche, gut situierte, intelligente, studierte Leute. So, die halt im Wesen erstmal konservativer waren, so was du so sehen konntest, wenn du dich mit denen unterhalten hast oder so. Da hat jetzt keiner gesagt, öh, die ganzen Araber, die ganzen Afghanen oder so. Das war wesentlich subtiler und natürlich wieder auf einer freundschaftlichen Ebene, ne? Also man trifft sich ja nicht nur zum Politisieren, sondern erstmal zum Kennenlernen. Und von da war das ein ganz, ganz anderes Wesen, waren die Leute. Also da waren einige aus dem NW dabei, wo ehemalige JNler, ich glaube, der Jan, das ist so ein Weltenbummler oder so, der war irgendwie immer ganz bekannt, der ist da mit Rucksack und Schlafsack da irgendwie durch ganz Europa getingelt und so. Der war früher in JN-Strukturen und wurde auch von Antifas immer geoutet und noch ein paar andere. Aber ansonsten waren das Junge, also wirklich von 16 bis Mitte 30 oder so und alte Herren, weil das halt so im Burschenschaftsmilieu stattfand. Ne, also da waren halt einige Leute und es kamen halt super viele Interessenten auch zu den Treffen, ne, weil das wurde so halb öffentlich gemacht so, und dann kam auf dieses Haus halt auch Leute von außerhalb, die dann halt so ja, Probleme hatten, sich halt in bestimmten Migranten-Ghettos, sag ich mal, also Neukölln, Kreuzberg, irgendwie unwohl gefühlt haben. Die wollten dann ihren Hass da abladen. Aber im Gegensatz zum NW war es anfangs nicht so, dass man das fokussiert hat und gesagt hat, ja, diese blöden Ausländer, hast du recht, sondern man hat versucht, das in eine andere Richtung, eine positive Richtung zu sehen, zu bringen. Zumindest habe ich das so gesehen und viele andere auch, die da waren, weil wir halt alle mit einem positiven Gefühl hereingehen wollten, ne? Und die MB wollte ja was Neues sein. Sie wollte nicht rechts, nicht links sein, sondern identitär. Diese Sprüche waren halt eigentlich auch ein Mantra, ja, was man sich auch gegenseitig so sich immer wieder unterstützt hat. Sie Und wollte auch keiner nicht wollte. rassistisch sein. Also ich weiß noch, die Genau, ersten genau. Aufkleber 0% und Rassismus, Plakate ja. waren immer 0% Rassismus, 100% identitär. Und ich muss dazu sagen, ich habe das damals sehr aufmerksam verfolgt. Und im Gegensatz zur AfD, für die ich damals, 2013 nach meinem Ausstieg, noch Sympathien hatte, weil ich dachte, okay, da könnte sich vielleicht eine liberal-konservative Strömung daraus entwickeln, als Brandmauer auch gegen rechts, die eben dann im Verfassungsbogen beheimatet ist und gegen die radikalen Auswüchse vorgeht und dann eine Heimat bildet für Leute, die sonst zur NPD oder in andere extremistische Kreise abgerutscht wären. Die Hoffnung hat es ja leider zerschlagen, müssen wir jetzt nicht drüber reden, haben wir auch schon angerissen, gibt es ja auch unzählige Videos von mir hier auf meinem Kanal drüber, über die Radikalisierung der AfD und ihr ja, jetzt Dasein als NPD 2.0. Bei der EB war ich von Anfang an sehr skeptisch. Ja, also ich habe gesehen, dass da vieles gehypt wurde. Es haben ja auch die Medien diese sehr kleine Gruppierung ja dann groß gemacht, in dem bombastische Präsenz plötzlich da war. Oh, die hippen Rechten und was Neues. Und das war natürlich auch dann so ein bisschen beflügelt durch den Erfolg der AfD. Das hat es in Deutschland ja auch nie gegeben, dass eine Partei rechts von der CDU plötzlich gigantische Wahlerfolge erreicht und dass plötzlich Themen im Feuilleton behandelt werden, die vorher von Leuten mit der Kneifzange nicht angefasst worden sind. Das war ja auch dann der Sarrazin-Effekt, die Kontroversen, die sich entwickelt haben, die den Diskurs auch verschoben haben. Und die IB war für mich aber als Beobachter von Anfang an schon stark durchsetzt mit Leuten, mit denen wir damals auch in unseren Kreisen noch aktiv geworden sind. Ja? Und das hat sich auch dann rausgestellt später, dass es da Richtungskämpfe gab, ja? Dass eben dann diese eher konservativen Leute, die auch gesagt haben, so hey, wir sind konservativ, wir sind irgendwo auch rechts, aber hier neue Rechte und hier Neonazismus und haben wir keinen Bock drauf. Die standen plötzlich Leuten gegenüber, die gesagt haben, so hier, boah, geil, IB, das hijacken wir jetzt und wir machen jetzt hier weiter mit größerer Publizität, mit größeren Möglichkeiten, was wir im nationalen Widerstand in der Neonazi-Szene nicht geschafft haben, weil da war das Ding halt schon tot. Das war ein lendenlahmer Politgaul. Und einer dieser Leute ist Mario Müller gewesen, der in Halle die Kontrakultur Halle geführt hat. Das war schon zu meiner Zeit ein Neonazi-Netzwerk. Die haben auch auf ihrem heute glaubender existenten Twitter-Profil auch von mir damals sehr viel retweetet und die kannte man halt. Die waren da unterwegs auch mit Leuten, mit denen ich in der Region gearbeitet habe. Auch großer Querfront-Aktivist heute noch, Sven Liebig zum Beispiel, auch eine ganz üble Figur. Mit dem haben wir damals da auch Veranstaltungen gemacht gegen die Wehrmachtsausstellung von Jan-Philipp Reemtsma und so weiter und so fort. Also da war schon klar, dass da Leute aus einem ganz klaren Milieu kamen, die dann aber nicht gesagt haben von wegen so, hey, oh,
das war damals voll der Irrweg und wir haben damals Scheiße gebaut und das war rassistisch, das war fremdenfeindlich, das war totalitär, das war antidemokratisch, das war illiberal, sondern die einfach gesagt haben, nö, wir waren damals Nationalrevolutionäre, wir sind heute noch Nationalrevolutionäre und jetzt beschreiten wir neue Wege, aber an unserem Ziel, an unserem Auftrag hat sich nichts geändert. Und das war schon sehr, sehr deutlich und das war auch eine Kampfansage in Richtung, sag ich mal, der normalen Konservativen, die von diesen Leuten natürlich verachtet wurden. Das waren ja dann hier die Halben, die Lauen, die die Systemfrage nicht stellen. Und da kam sehr schnell schon so ein Drive rein bei der IB, der gezeigt hat, dass hier eine schnellere und eine intensivere Radikalisierung stattgefunden hat, als es damals in der AfD zum Beispiel der Fall war, die sich ja dann erst langsam häuten musste und langsam von innen ausgehöhlt wurde, ne? Also aus meiner Sicht ging das halt innerhalb von ein, 2 Jahren war das relativ schnell durch. Weil zum Anfang waren wirklich viele junge Leute, die Facebook-Seite hatte über 40.000 Likes, glaube ich mal, zum gewissen Zeitpunkt. Und man hat halt auch viel Medienaufmerksamkeit bekommen und man halt konnte halt wirklich den Leuten zum Anfang glaubhaft vermitteln, dass man was Neues ist. Man hatte weder, also zumindest in Berlin, ja, also du magst recht haben, im NRW oder so, da waren immer so komische Seilschaften oder so, aber wir kannten halt nicht jede IB-Gruppe, ne? Die sprossen wie Pilze, die schossen wie Pilze aus dem Boden. Es waren so viele Gruppen, die sich da gegründet hatten. IB-Gruppe, hast du nicht gesehen, hinter Tuttlingen und so, keine Ahnung. Du wusstest auch nicht, sind das jetzt eine Antifa-Gruppe oder so, konntest auch nicht alle bestätigen, konntest die Anfragen gar nicht handeln. Ich weiß, dass es halt in den Facebook-Gruppen oder in den Foren damals noch heiß herging. Also was sich da für Leute sich vorgestellt haben. Gesundheit, da war ich als Querfrontler, habe ich mich so halt vorgestellt und ein paar Leute haben dann geschrieben, ja, hi, ich habe dich erkannt, ich bin auch hier und so. Das war ganz witzig, aber halt auch so ehemalige Antideutsche aus Berlin, die halt dazu geguckt, sich das angeguckt haben, so mehr Foren aktiv waren. Dann hatten wir einen identitären Kommunisten, oh, der Katari, glaube ich, hieß der, und der hat regelmäßig die aus dem Westen halt getrollt mit identitärer Kommunismus und Pionierstaffette, antifaschistische Aktion, identitär und so. Hat er alles reingepackt, nun die hatte auch 40, 50 Accounts, glaube ich, und hat die immer getrollt, weil er das auch schon mitbekommen hat, dass im Westen halt andere Seiten aufgezogen werden und die Liberalen. Es ist ähnlich wie bei der AfD die Entwicklung. Der Westen, den man so als liberal und konservativ so ein bisschen betrachtet hat, hat sich dann einfach so ja quasi dem NW da ergeben. Ja, also man hat gesehen, okay, da sind die Flüchtlinge, die man vielleicht noch als, ja weiß ich nicht, oder nicht mal die Flüchtlinge, die gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so, sondern eher die Migranten. Und man sagt, okay, da will man einen Punkt machen, man will halt als Deutscher in diesen Hochbogen nicht Opfer sein, man möchte sie aber auch nicht rassistisch angreifen, man möchte eigentlich eine eigene Bewegung machen. Und fernab von Nazis. Aber das funktioniert irgendwie nicht, weil dann auch noch die Antifa dazwischen spielt. Und da hatten die wohl irgendwie Schiss. Zumindest wurde mir das so erklärt, dass es nicht anders geht, dass man mit Nazi-Hools und so zusammenarbeiten muss. Und ich dachte so, nee, muss man eigentlich nicht. Da war auch so ein Brandbeschleuniger, meiner Einschätzung nach, auch die Pegida-Gruppen. Ja, das war ja auch, das hat es ja auch nie gegeben in Deutschland, dass da plötzlich so eine soziale Bewegung mit Tausenden von normalen Bürgern in Dresden aus dem Nix entsteht, ja, mit wirklich auch dann fiesen Parolen, die später da gerufen wurden. Das war ja auch eine enorm fortschreitende Radikalisierung. Und da haben sich natürlich dann die üblichen Verdächtigen überall eingefunden, weil wer macht Demos? Ja, nicht der Studienrat, der da gar keine Erfahrung mit hat, sondern das machen die Leute, die vorher schon aktiv gewesen sind, irgendwo in radikalen und extremen Gruppierungen. Und die hijacken natürlich dann solche Konstrukte. Und das war im Westen sehr stark zu beobachten, ja, dass diese ganzen kleinen Pegida-Gruppen, die auch dann von den Hauptorganisatoren anerkannt worden sind, fest in den Händen waren von ehemaligen Aktivisten unserer Szene oder Aktivisten aus dem rechtspopulistischen, rechtsradikalen Milieu. Da gab es damals hier noch diese Pro-Bewegung und so weiter und so fort. Das war noch vor der AfD. Und da wurde auch immer argumentiert, mit dem Gegendruck dann natürlich auch dann von gewaltbereiten Anhängern der linksextremen Szene, dass gesagt wurde, ja, dann stehen wir hier, dann steht die Oma dabei und ich habe meinen Sohn mitgenommen und ja, dann bin ich ja froh, wenn da auch ein paar Jungs sind, die anpacken können und die zeigen, dass wir uns hier nicht vertreiben lassen. Und das war dann so diese Geburtsstunde auch dann von Hoogeza, die sind ja auch nochmal auf diese ganze gesellschaftliche Entwicklung dann aufgesprungen, Hooligans gegen Salafisten, ja, und haben dann natürlich dann dafür gesorgt, dass dann A,
Gewalttätigkeit, Radikalisierung und natürlich dann auch eine unglaubliche Nähe zu extremen Strukturen und Gruppierungen hergestellt wurde, die unter normalen Umständen so nicht stattgefunden hätte. Ne? Aber da waren die Leute auch tatsächlich dann froh, dass sie sagten so, oh ja, die Jungs sind hier, die sorgen für Ordnung, die machen ja nichts Schlimmes, so böse sind die gar nicht, die stehen ja auf derselben Seite wie wir. Und plötzlich stand dann der Wutbürger und der frustrierte Bürgerliche neben Hardcore-Neonazis, die sich dann als vermeintliche Ordnungsmacht aufspielen konnten. Ja, und wir als liberale, konservative Leute im Westen, im Osten quasi, in Berlin, hatten ja dann gar nicht mehr den Einfluss. Ne? Berlin hat das sowieso immer, war sowieso ein bisschen schizophren da. Und das ist auch das, was ich halt der IB vorwerfe, dass sie halt massiv junge Leute verbrannt hat. Ne? Also es war was Neues zu dem Zeitpunkt. Man hätte was anders machen können, aber es ging wieder in die NS-Richtung, es ging wieder in die Wehrmachtsrichtung und so weiter. Und die Leute, die im Hintergrund standen, so, das waren Offiziere, Reserveleute der Bundeswehr, ja, da waren Rechtsanwälte, da waren alle möglichen wirklich konservativen Leute, die man bei Burschenschaften halt auch so findet, die aber durchaus liberal waren. Ja, da war halt auch ein, Leute mit Migrationshintergrund waren da auf jeden Fall. Also aus dem Ostblock hatte ich einen noch in Erinnerung. Der Amerikaner Ben beispielsweise war dabei. Also da auch andere Gruppierungen hatten da eine Chance. Ich habe das bei Alexander Leschik gehört, dass da einer mit einer schwarzen Hautfarbe dabei war, im Westen sogar. Also es gab halt durchaus Liberale, auch Menschen mit Migrationshintergrund, die sich der IB zum Anfang angeschlossen haben, weil sie einfach gemerkt haben, ey cool, vielleicht können wir so diesen Geist von 2006, so mit der Fußball-WM, diesen Patriotismus in was Positives verpacken, wirklich mal die Gesellschaft wieder versuchen zu einen, die Probleme aber trotzdem ansprechen. Ja, die ist Migrations-, also Menschen in Vierteln vorfindest, die du, wo viele Migranten leben. Ja, beispielsweise hast du ja jetzt wieder gesehen zu Silvester die Ausschreitungen und so weiter, dass man diese Probleme halt anspricht, dass man da halt wirklich auch den Finger in die Wunde legt und sagt, komm, wie können wir das halt lösen, ohne zu sagen, ja, die und die sind scheiße, die müssen alle raus, bla bla bla, irgendwelche rassistische Scheiße vor allem, oder so. Vor allem etwas Positives dem entgegensetzt. Ja? Ich meine, wir haben Deutschland einen Fehler gemacht, wir haben uns halt nie als Einwanderungsland begriffen, obwohl wir eins sind und Einwanderung brauchen. Das hat dazu geführt, dass wir auch davor zurückgeschreckt sind, ganz klar auch die Normen und die Werte zu benennen, die erwartet werden, wenn Menschen hier einwandern. Ja, das ist versäumt worden, das hat zur Bildung von Parallelgesellschaften geführt, die Leute sind dann auch alleine gelassen worden, haben sich selber auch dann dort schlecht integriert, sogar desintegriert teilweise, dann kam Hassprediger dazu, dann kamen viele, viele Probleme, die einfach nicht angegangen worden sind, weil man immer Angst hatte, das hat aber auch schon mal die NPD gesagt, nicht, dass wir jetzt als Nazis gelten. Ja, und da waren auch gerade viele, viele Migranten dabei, das habe ich damals noch mitverfolgt, die gesagt haben, boah, identitär, geil, Identität, ich bin Deutscher, ich bin hier geboren, ich lebe die Werte, ich möchte die Freiheit, ich möchte das westliche Lebensverständnis hochhalten und die sich da auch integrieren konnten. Und das ist ja da eine Sache gewesen, wo man sagt, hier, Patriotismus steht allen offen, scheißegal, wo du herkommst, scheißegal, was für eine Hautfarbe du hast, wenn du die Werte lebst und anerkennst, dieses Land ausmacht, ja, dann ist das deine Identität. Und da kam ja dann plötzlich dann die Leute, die wieder exkludieren wollten, die gesagt haben, ja, wie, nee, der kann doch kein Deutscher sein, der hat eine schwarze Hautfarbe oder hier, nee, der kann kein Deutscher sein, ja, der hat ja einen muslimischen Vater. Ne? Und da waren dann wieder diese Blut- und Bodenstrukturen da, da war dann plötzlich nicht mehr 0% Rassismus und das hat sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell Anklang gefunden. Eben auch durch die Leute, die aus den alten Strukturen dann wieder eingewandert sind. Ich kann mich da an frühe Dokus erinnern, wo dann auch ein Reporter mit Migrationshintergrund auf so einer IB-Demo mitlief und fragte, hey, bin ich denn für dich Deutscher? Und normalerweise hätte man erwarten müssen, ja, von einer neuen identitären, nicht rassistischen Jugendbewegung, dass sie sagen, ja klar bist du Deutscher, du lebst hier, du bist hier aufgewachsen, du sprichst die Sprache, du lebst die Werte, du bist genauso deutsch wie meine vor 500 Jahren hier schon mit Stammbaum zurückreichende Urahn. Ja? Ja, aber die gucken dann, nee, guck mal in den Spiegel, du nicht. Und da ist keiner eingeschritten, da ist keiner hingetreten, hat gesagt, oh, wie kannst du sowas sagen und oh mein Gott und nein, lass das mal, sondern wurde dann abgenickt, dass er noch versucht, dann in einen ideologischen Rahmen zu pressen, in dem gesagt wurde, ja nein, Identität, das ist ja nicht bloß hier ein ausgestelltes Dokument oder dass wir dieselbe Sprache sprechen, Identität, das ist ja etwas Tiefgreifenderes, das ist ja etwas, was in die Gene gelegt ist, ja, das wird so natürlich nicht gesagt, aber dann wird eben dann von geistigen
Dingen gesprochen, die unsere Ahnen an uns übertragen haben. Und da bist du dann schon wieder in so einem esoterischen, rassistischen Bereich, der ganz klar wieder den Geist atmet, den wir auch gepredigt haben in der Neonazi-Szene, ne? Genau, und das war vorher überhaupt nicht. Ne? Also nicht in Berlin habe ich überhaupt nichts von mitbekommen, dass man da in die Richtung gegangen wäre. Also man hätte wirklich, man hat den Punkt echt verpasst. Martin Senne hat zum Anfang sogar selbst noch gesagt, es gibt die Nazi-Keule, mit der man ja sowieso immer zu tun hat. Was man aber, wenn man sich konsequent und glaubhaft von der Szene löst, dass das halt auch geht. Und die Szene hat ja die EB nicht als ebenbürtig oder als sonst was gesehen, nicht mal respektiert, sondern die ganze NW-Szene hat ja gelacht über die EB, auch durch Aktionen wie Alexa. Und sie kritisiert. Also es gab ja dann viele Videos auch von Leuten, die sagten, ja hier, die sind dann für ganz Europa, die wollen keinen deutschen Nationalstaat. Genau, und genau. Da gab es massive Kritik, das muss man auch sagen. Genau. Aber da wurden wir halt massiv angefeindet von den Leuten und da wusste ich dann, okay, dann sind wir auf dem richtigen Weg, wenn die Leute halt gegen uns sind. Ne? Waren wirklich viele junge Leute, keine Rassisten, haben das wirklich ernst genommen. Aber das hat sich schnell gedreht. Also man hat dann gesehen, weil es ja dann doch auch die Medienpublizität gab für die IB und dass da auch Leute unterkommen konnten. Gab auch hier welche aus dem berühmten Nazi-Kiez in Dortmund, die dann da runter sind und plötzlich als IBler rumgelaufen sind, ohne sich irgendwie von ihrer Vergangenheit zu distanzieren, sich der zu stellen, die dann nahtlos weitergemacht haben. Und dann fingen plötzlich auch Gruppen wie die jungen Nationaldemokraten an und die NPD plötzlich auch dann Flyer und Aufkleber, Plakate mit Wir Identitär auf diesen Zug aufzuspringen. Das hat man dann ja, gesehen. Das ist die Ironie halt daran. Ne? Also die es hätten führen müssen, die militärische Erfahrung hatten, so komisch das jetzt klingt, aber die hätten einfach standhaft bleiben müssen und das einfach durchboxen müssen. Aber die hatten natürlich alle Angst um ihren Beruf, wenn sich irgendwelche Idioten da anschließen. Und gerade zum Anfang kamen halt viele neue Leute und man konnte nicht alle durchleuchten. Also man hätte langsamer wachsen müssen, man wollte aber schnell wachsen, man wollte schnell groß werden und man hat halt versäumt, die Leute zu kontrollieren und eine starke Führungsriege zu etablieren, weil die Führungsriege im Westen hat sich dann quasi so abgekapselt für sich und hat dann gesagt, nö, wir machen das mit den Nazi-Holt, wir machen das mit denen, die Leute sind Aktivisten, die können das. Aber und auch, da nicht, dann, auch nicht, da auch nicht alle. Aber auch nicht alle. Ich kannte jemanden, der auch sehr am Anfang bei der EB dabei war. Der hat früher in Dortmund so Friedensdemos veranstaltet, ist dann auch selber schockiert gewesen, dass die dann von rechts unterwandert worden sind, auch mit Querfrontstrukturen. Und der war dann zu Beginn hier Gebietsleiter West, keine Ahnung, wie sie es genannt haben. Der war auf jeden Fall erstmal dann für den Bereich NRW im Westen für die EB zuständig, der Daniel. Und der hat sofort die Segel gestrichen, als er gemerkt hat, dass es dann gezielt auch Leute gab aus dem Bereich des Rechtsextremismus, die wiedergekommen sind, die gesagt haben, hier machen wir mit, hier kooperieren wir mit Hooligans. Und der hatte da auch keinen Bock drauf. Aber da kam aber von oben, ja, also der Spiritus Rektor, machen wir uns ja nichts vor, ist halt immer Martin Sellner gewesen, formell Leiter der EB Österreich, aber halt das Gesicht, der Kopf, derjenige, der Intellektuelle das und der Lage war. Das ist aber nicht 2013 gewesen, nicht in Deutschland, nicht nee. Maßgeblich, also zumindest Nein. nicht aus meiner Erfahrung, weil wir ja wirklich alle in unseren kleinen Zellen halt waren. Ne? Wir waren wirklich dezentral organisiert. Martin hatte natürlich schon die in Österreich und hatten ja schon Aktionen gemacht, aber sein YouTube-Kanal hatte nur ein paar hundert Aufrufe. Das war alles nur in den Kinderschuhen. Er hat es, glaube ich, auch noch zu Hause aufgenommen und er hat auch noch gesagt, man darf sich halt nicht hingeben, weder der Nazi-Keule, die man halt kriegt, oder dem Nazi-Haken vom NW. Ja, den hat er dann irgendwann bereitwillig geschluckt, weil keiner von uns wollte als klassisch rechts halt gelten, sondern wir wussten, dass diese Begriffe links und rechts sowieso verbrannt sind, sondern wir wollten etwas Neues. Und da war dieser Begriff identitär halt perfekt dafür, und wird das wirklich mit Leben zu füllen. Aber wie gesagt, die Leute, die im Hintergrund waren, die Akademiker und so, die hatten dann keinen Bock. Dann hat man in Berlin jemanden gewählt, der war 16, der hatte noch keine Erfahrung. Der wurde dann als neues Gesicht gekürt. Da war vorher auch einer irgendwo in Norddeutschland. Der war auch das offizielle Gesicht der IB Deutschland. Hat dann aber sofort aufgehört. Ich glaube, der hat dann Repression erfahren von Schule, Eltern, Freunden und so weiter, hat dann gesagt, er kann es nicht mehr machen. Also wurde auch wieder ein Gesicht verbrannt, ein sympathisches Gesicht damals halt auch. Wurde gesagt, hast, okay, das ist nicht Szene, das ist Bürgertum und sieht eigentlich noch relativ gut aus. Und so eine Leute hat man immer wieder verbrannt. Und Martin hatte das eigentlich noch vor so unterstützt und wollte sich auch abkapseln. Und ich hatte noch mit diesem Edwin Hintsteiner geschrieben und ihm das Leid geklagt und gesagt, ey, komm, wir haben nur noch
Entweder wir spalten uns da zusehends und wir werden radikal. Und er sagte: Ach, Scheiße, tut mir echt leid, wie es bei euch da in Deutschland läuft und so. Weil die waren da halt auch noch ein bisschen anders. Aber der Ton hat sich natürlich über die Jahre immer weiter verschärft. Aber 2013 war da noch nicht so viel davon zu merken. Also klar, wenn man jetzt vielleicht ein paar Sachen sich anguckt oder so. Also Multikulti-Endstation fand ich halt auch nie so geil. Das kam ja auch erst später. Aber ansonsten war wirklich 0% Rassismus, 100% identitär. Wirklich als Mantra, das haben die Leute halt gewollt, zumindest in Berlin und in anderen Städten, mit denen ich geredet habe, vor allen Dingen im Osten formell, aber halt auch, wie du sagst, im Westen, wo es wirklich junge Patrioten gab, auch mit Migrationshintergrund, die halt gesagt haben: So, wir sind Deutsche, wir fühlen uns so, wir haben jetzt endlich eine Möglichkeit, uns zu politisch zu engagieren, eine Stimme zu haben und aktiv zu sein. Also, das ist ja auch, was junge Leute halt immer wieder begeistert, ne? Aktiv sein, auf eine Demo gehen, Transparente und so, ne? Ein bisschen Action. Und das wollten die halt, das gab es halt vorher nicht. Wenn du in diese Richtung warst, gab es halt entweder nur Junge Union, CDU, FDP, sowas, so. Aber so ein patriotisches Greenpeace gab es nicht. Und wenn, dann gab es nur den NW. Also, bloß wie kannst du mit Migrationshintergrund in eine Nazi-Gruppierung? Das läuft einfach nicht. Du bist auch so schnell subkulturell, dann wirst du eingewoben oder mit Hass zugepflastert oder so. Da war halt die B eben noch anders, lustiger, sympathischer und selbstironischer, wie diese Videos im Alexa da halt beweisen, wo wir da rumhampeln, rumspringen. Das ist dann später immer so ein Bedrohungsduktus so gewichen, wo man halt immer, ja, und das Multikulti und das tödlich und man wird für eine Zigarette getötet und das wurde dann immer schon militaristischer, auch von der Sprache her, aggressiver halt auch und da war dann halt auch für viele Leute auch schon wieder Schluss. Die dann, ich glaube, die EB hat so viel Potenzial halt einfach weggeworfen, da irgendwie in die Richtung was zu machen, auch wie bei der AfD, weil halt die richtigen Leute, die es hätten machen müssen, keinen Bock hatten, weil sie Angst hat auf die Idioten und so haben die Idioten halt freies Spiel gehabt. Und ja, so ist es dann halt so geworden, ne? Und deswegen bin ich halt so vorsichtig, wenn jemand heute von Patriotismus, Deutschland oder sowas redet, weil ich einfach die Erfahrung in allen Gruppen gemacht habe, dass da eigentlich nie was Gutes bei rumkommt, weil immer irgendwo das Dritte Reich eine Rolle spielt, die Wehrmacht Ja, ich oder find's, ich find's, ich finde es ich, also irgendwie. ich habe die, ich habe für mich die Grundeinstellung, ich lebe gerne in diesem Land, ich möchte auch in keinem anderen System leben als in dem wir leben, trotz vieler Fehler, trotz Problemen, es gibt kein perfektes System, das weiß ich heute, aber meine Grundeinstellung ist, ich bin Patriot, weil ich dieses Land liebe, weil ich die Freiheit liebe, die es mir gewährt, aber ich muss das nicht wie eine christliche Monstranz die ganze Zeit vor mir hertragen und immer wieder, ich bin Patriot, patriotisch hier, patriotisch da. Das ist dann tatsächlich schon eine Sache, die hat nicht viel mit Patriotismus zu tun. Das ist dann schon wieder Chauvinismus, das ist dann schon wieder Exkludieren, das ist dann schon wieder so ein sich selber auf gut Deutsch einen drauf runterholen. Ich bin so ein geiler Patriot, ich bin so geil und die anderen sind so schlecht, weil ich den totalen Durchblick habe in meiner patriotischen Weisheit, die ich mit Schaufelrad-Baggern in mich hineingeführt habe. Und Patriot sollte eigentlich jeder sein. Da spielt es auch keine Rolle, ob ich Grünwähler bin, FDPler, CDUler, SPDler oder sonst irgendwas. Ich bin Patriot, wenn ich dieses Land und die Menschen liebe und die Freiheiten liebe und möchte, dass diese bewahrt werden und geschützt werden. Ja, und das ist für mich Patriotismus. Und das, was die draus machen, das ist ja nichts anderes als wieder Nationalismus eben einfach nur neu gelabelt. Ne? Dass man nicht mehr sagen kann, oh, Nationalist, das klingt schon so nach Nazi, aber ich bin Patriot. Ne? Und das ist für mich auch ganz, ganz schlimm, dass hier wirklich positive Dinge, ja, die in allen Ländern der Welt auch was Positives bedeuten und die normal sind, ja, so kaputt gemacht werden, ja, dass die so negativ besetzt werden und man muss sich ja wirklich dreimal überlegen, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, ich habe patriotische Gefühle für Deutschland, dass man nicht sofort in diese Ecke verortet wird, wo dann irgendwelche hassverzerrten Rassisten und irgendwelche Verschwörungsideologen und wirklich Leute, die Freiheit, die wir hochhalten müssen und wollen, hassen, ja, die wirklich dann auf einer ganz anderen Trip plötzlich gelandet sind, ne? Ja, das ist es eben. Also deswegen bin ich bei dem Wort Patriot, der ist halt auch genauso verbrannt wie Nationalismus oder sonst wie und wird halt meist immer zum Negativen genutzt. Wenn wir auch in unsere Geschichte schauen, wird das immer negativ genutzt. Und klar, es ist halt, also es wäre von Vorteil, wenn alle diesen Willen daran hätten, dieses Land besser zu machen.
Also Kompromissfähigkeit wäre schon mal cool. Aber leider ist es so, dass jede rechte Bewegung sich immer als Fundamentalopposition begreift, anstatt mal einen anderen Weg zu gehen. Ich meine, mal Gott sei Dank sind die halt so dumm jedes Mal und gehen halt diesen Weg der Selbstisolation, Selbsteinkesselung und ach, wir müssen uns hier opfern, da opfern und wir müssen ewig warten. Und weißt du, ich wünschte mir einfach mal ein paar Leute mit Weitsicht, Güte, Werten, Intellekt und Kompromissbereitschaft. Aber das findet man nicht, weil jedes Mal irgendeine Scheiße dann wiederkommt. Die Wehrmacht, die Waffen-SS und sonst wen. Und ja, diese ganzen Flüchtlinge, Remigration müssen wir alle rausschmeißen, wobei fast jeder Deutsche einen Flüchtling kennt oder einen Menschen mit Migrationshintergrund, der cool ist. So. Also Da fast jeder liegt kennt einen. ja auch schon die Krux in der Ideologie der neuen Rechten, ja, die ja quasi davon ausgehen, es gibt jetzt gewachsene Identitäten, ja, es gibt jetzt hier gewachsene Ethnien und die müssen jetzt so bleiben, weil eine Vermischung zum Kulturtod führt. Da kommt dann wieder Spengler, Untergang des Abendlandes und Liberalismus, Idee von der Ostküstenelite. Da sind wir wieder mal Antisemitismus, die quasi dann Arbeitssklaven züchten wollen und die Dinge, die den Menschen ausmachen, angeblich zerstören, wo man einfach ganz klar sagen muss, liebe Leute, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Migrationsbewegungen. Ja, es hat niemals eine Gruppe gegeben, die an ihrem Plätzchen Erde geblieben ist, ohne sich weiterzuentwickeln, ohne weiterzuziehen, ohne Neues dazu zu lernen, ohne sich wieder neu zu definieren, neu zu erfinden. Kultur ist ja was Lebendiges. Und für Leute wie Sellner, die Neue Rechte und jetzt mittlerweile auch die IB, ist Kultur ein monolithischer Block. Der steht da, der steht schon angeblich seit 2000 Jahren da, der schöpft aus dem Urquell unserer Ahnen und der darf nicht verrückt, der darf nicht angegangen, der darf nicht verändert, der darf nicht in einen neuen Kontext gestellt werden. Das sind ja alles dann böse Pläne von Leuten mit ihrem großen Austausch, der Kulturzerstörung und so weiter und so fort. Und da kann ja nichts Positives rauskommen. Das ist ja so ein exkludierendes Weltbild. Das ist ja auch so fernab der Lebensrealität, so dogmatisch und ideologisiert, ja, dass man wirklich froh sein kann, dass da nicht noch mehr Leute drauf reingefallen sind, ne? Aber es ist trotzdem erschreckend, wenn man sieht, was da damals für ein Potenzial sich zusammengefunden hat unter diesem Label IB. Das ist ja wie eine Leinwand gewesen, die man hätte wirklich schön zeichnen und bemalen können. Und da mal an dich die Frage, dass du ja ganz am Anfang dabei warst, da gibt es ja auch die wenigsten. Wie hast du das denn erlebt? Also es war ja damals dann so eine Aufbruchsstimmung, es waren Migranten dabei, es waren Konservative dabei, es waren Kommunisten dabei, die einfach alle gesagt haben, hey, hier können wir uns austoben, wir sind friedlich, wir sind weltoffen, wir wollen so ein rechtes Greenpeace sein. Das hat ja alles seinen Platz und ist auch richtig, dass man sagt, okay, muss man politisch nicht mögen, aber ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, wie ist es dann plötzlich dazu gekommen, dass die IB ja heute zum Abziehbild der klassischen rechtsextremistischen Strukturen geworden ist? Wie hast du das erlebt damals? So, wie waren die Einflüsse und wie haben die Leute reagiert? Also du musst dir halt vorstellen, dadurch, dass du halt so ein großes Potpourri an Leuten hast und die alle miteinander auch interagiert, kommuniziert haben und so weiter und es noch kaum wirklich gesetzte Strukturen gab, wo man sagt, okay, das ist die Richtung, die haben mehr Macht, die haben mehr Macht, sondern jeder hat versucht, sich so ein bisschen einzubringen und zu zeigen, wo man halt hin möchte, was man so für Vorstellungen hat. Und es war halt ein offener Diskurs und das habe ich halt lange nicht erlebt, außer in unseren Netzwerken, aber ein wenig in linksextremen oder linksradikalen Strukturen auch nicht. Also da habe ich mal wirklich wieder einen offenen Diskurs über viele verschiedene Themen geführt, über Antiimperialismus. Warum sollten wir uns nicht auf Israels oder Palästinas Seite einfach so schlagen, sondern versuchen, die Argumente pro und contra halt gegeneinander aufzuwerten, ne, und zu gucken, wo positionieren wir uns, bringt das überhaupt was? Und was ist jetzt Sozialismus? Sollten wir soziale Marktwirtschaft? Da wurde alles diskutiert und alles durfte aufs Tapet gebracht werden. Und da wurde keiner, du bist ja nur ein Halber, du bist ja nur ein Grüner oder so. Nee, weil Leute So halt wirklich. als Unwissender jetzt, wo und wie liefen diese Diskussionen denn ab? Ja, vor allen Dingen übers Forum, über private Nachrichten, über Facebook, über Teamspeak damals ganz viel. Also und auch bei den Treffen oder so, ne? Also ich habe da jemanden kennengelernt von der Jungen Freiheit, diesem rechtskonservativen Zeitungsorgan, der war früher bei den Grünen. Der war einer von den 90er Nationalrevolutionären, die dann in den Grünen aufgegangen sind, aber dann wieder aus den Grünen raus, weil es halt nicht nationalrevolutionär genug für die war. Das fand ich sehr interessant. Schöne Anekdote da, dass man halt solche Leute da auch hatte. Ein Grüner. Na gut, eigentlich nationalrevolutionär, aber ja, mit dem konnte man halt auch reden und wir hatten halt
als Nationalrevolutionäre sowieso leichter, weil mit Niekisch, die Ernst Jünger, da hast du gleich die Verbindung zu Oswald Spengler, Preußentum und Sozialismus, ne? Hast du da natürlich viele, viele Punkte, die du halt theoretisch halt machen kannst, ne? Aber das Ding ist halt, die Leute haben halt über alles geredet, es war relativ offen, aber irgendwann kam halt der Punkt, wie gesagt, wo Leute dann halt gesagt haben, ja, wir machen halt was mit Nazi-Huls, dann wurden auf irgendwelchen Aktionen, da wurden dann die Deutschlandfahne so oft hochgehalten oder so, wo eigentlich überlegt man, es gab Diskussionen in der patriotischen Bewegung über die Deutschlandfahne, ne? So nach dem Motto, hey, warum habt ihr nicht die EB-Fahne genommen? Hey, weil wir Deutsche sind, wir wollen die. Nein, wir wollen aber dieses Branding halt betreiben und wir wollen ja was Neues sein. Wir wollen jetzt nicht gleich wieder in so einen typisch deutschtümligen Punkt da rein. Ne? Dann haben sie irgendwo eine Deutschlandfahne gehisst und damit wieder, nimmt doch einfach die EB-Fahne oder macht irgendwas anderes. Ja? Naja, über solche Sachen wurde halt dann diskutiert und so. Es war aber cool, aber irgendwann kam halt dieser Punkt, dass dann halt die Leute, die im NW damals noch über die EB gelacht haben, halt immer mehr Einfluss gewannen. Ja, und die Geschicke dann geleitet haben, dann halt den schwachen Regionalleiter. Und dann bin ich halt auch aus persönlichen und aber auch politischen Gründen halt dann gegangen und habe mir dann halt noch mit Martin, also so habe dann halt nach Österreich geguckt und überlegt, was könnte man noch machen. Aber ich war dann einfach desillusioniert, weil es schon wieder ein Versuch war, was Neues zu machen, was Besseres. Ja, demokratisch sollte es sein. Es sollte halt auch elitär vielleicht ein bisschen sein. Also, dass man wirklich auf Bildung achtet und nicht auf Scheißhausparolen. Aber da waren immer so Sachen. Beispielsweise war da Aktion, sollte Obdachlosen zugutekommen. So. Wenn man überlegt, ja, wo finden wir denn die Obdachlosen? Und so ein ganz blödes Planungsbeispiel. Und dann hat man das dann verworfen, weil man eigentlich wollte man, also dann hat man die Aktion, wollte man denn nur noch auf dem Papier machen. Also fürs Internet so. Wir verteilen Decken so irgendwo an irgendwem. So, es ging nicht um die Obdachlosen, sondern es ging um die Propaganda. Das fand ich halt auch kacke. Das war auch so ein kleines Beispiel, dass es nicht um die Obdachlosen ging, sondern nur um die Propaganda. So, ja, wir sagen einfach, wir haben ein paar Decken verteilt. Oder wir sagen einfach, wir haben denen und denen geholfen. Und das finde ich wieder so, das beißt sich. Das beißt sich, wenn man was für die Menschen machen will, unabhängig ihrer Herkunft, natürlich auch für die Deutschen und den Deutschen eine Identität geben möchte, auch den Menschen mit Migrationshintergrund, die sich hier als Deutsche sehen, eine neue Identität mitgeben und mal sagen, ey, wir können alle zusammenarbeiten, wir können was Besseres schaffen, dann muss das halt auch echt sein. Ja, und dann war es uns halt dann irgendwann nicht mehr. Naja. Also ist Ist schon, manchmal echt, aber ich würd man merkt so den gern, Frust so ein gern. bisschen bei mir, ne? Also dass ich halt da Ne? wirklich auch immer dran geglaubt habe an den Mist. Und wirklich, ich habe ja meine Zeit dafür auch geopfert, ne? Mein Leben. Ja? Also wo man eigentlich hätte was anderes machen können, wie auf einen Rave gehen oder Frauen kennenlernen oder einfach nur bessere Schulbildung erreichen oder einen besseren Job erreichen oder so. Man hatte halt für Oder diese auch Ideale, die man hat. ganz konkret vor Ort was Gutes tun. Ja, einfach im Jugendclub mithelfen oder im Altenheim was spenden oder da gucken, wer ist obdachlos, ohne das in so einen ideologischen Rahmen zu stellen. Das ist ja das, was ich Leuten auch immer sage. Wenn ihr was tun wollt, tut es nicht für eine Organisation, für eine Ideologie, tut es um ihrer selbst willen. Helft den Menschen, seid selber Beispiel. Wenn jeder so eine Grundeinstellung hat, können wir wunderbar miteinander in diesem Land leben und wir brauchen da kein Kollektiv, was uns irgendwie anleitet oder eben dann die richtigen Gedanken einspeist und dann wieder andere exkludiert, indem man sagt, wir machen was und die anderen nicht. Das ist immer Kacke. Das ist immer falsch, meiner Ansicht nach. Ne? Aber ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ja, also wir sind jetzt schon am Punkt angekommen, wo du sagtest, du hast dann irgendwann auch die Segel gestrichen, du warst frustriert, du hast gemerkt, dass sich da Dinge negativ verändert haben. Aber wie war denn das ideologische Gepräge, als diese Diskussionen noch stattgefunden haben? Du hast ja gesagt, man hat über alles reden können, man hat einen Konsens gefunden, man war diskursorientiert, das war ja quasi auch dann basisdemokratisch. Aber gab es da nicht dann schon so eine gewisse Schlagseite, die wir heute auch bei anderen extremen Gruppierungen rechts wie links finden, dass man zum Beispiel gegen den Kapitalismus war oder gegen Amerika oder gegen den Westen oder gegen die liberale Vorstellung des Westens? Ist das damals da diskutiert worden oder war das wirklich bunt gemischt, dass da auch Leute waren und sagten, nee, wir sind Transatlantiker, wir sind für die USA, wir sind für freie Marktwirtschaft? Wie kann man sich dieses ideologische Gemisch vorstellen in dieser Storming-Phase der Gruppe, sage ich jetzt mal. Also es war immer ein gewisses Herantasten. Ne? Man sagte immer, also es gab dieses Propagandading,
the Universalists, ja, also gegen Universalismus sozusagen, ne? Also weder Religion noch irgendwelche dogmatischen Sachen sollten halt Einfluss haben. Und bei den Aktionen war es teilweise auch konsumkritisch, wie im Alexa oder die andere Aktion, wo sie mit den Homo economicus, wo sie mit weißen Maleranzügen und Masken und Schildern am Hals auch Konsum, Materialismus und so weiter kritisiert haben und so. Das war halt ein Rantasten. Dann war auch mal wieder was Patriotisches, dann war eine Wanderung irgendwo hin und so. Das war wirklich, also jede Gruppe hat so ein bisschen seins gemacht und seins so ein bisschen reinbringen wollen. Ne? Und es gab halt so ein paar. Ja, Vorgaben will ich nicht sagen. Es war wirklich sehr fluide. Also wirklich, es war, du konntest halt fast alles machen. Und das war halt das Coole, ne? Also musstest du es natürlich vor den Leuten halt so ein bisschen rechtfertigen. Aber dadurch, dass halt die Struktur dann irgendwann gefehlt hat, der dann wirklich mal sagt, komm, das ist gut, das ist nicht gut, das machen wir nicht. Wie in Österreich beispielsweise. Ich glaube, da hat Martin oder die anderen Obmänner, die sie da hatten, Markowicz oder so, wie er hieß, der lange Zeit der zweite Mann dort in Österreich war. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Die haben das ja wahrscheinlich immer dann selbst abgesegnet, aber Deutschland ist halt einfach riesig, ne? Und dann hatten wir halt auch Gruppen, die haben dann das Antifa-Logo genommen, Identitäre Aktion, ja, mit gelber Fahne. Dann gab es noch eine identitäre Gruppe, Identitas Nord oder so. Das waren auch Ex-NWler, die hatten dann auch eine Rune wieder als Symbol. Die mussten auch wieder was Eigenes machen. Also da hat dann wieder die typisch deutsche Vereinsmeierei gegriffen. Deswegen kann ich spontan gar nicht sagen, das ist der ideologische Überbau. Bücher von Martin oder von Mario Müller, die kamen ja auch erst später. Kubitschek habe ich zum Beispiel da gar nicht wahrgenommen. Klar gab es dann so Sachen wie von Alain de Benoist und so ein paar Grundlagen, die man sich hätte anlesen sollen. Aber sonst waren es viele Texte, viele von der Jungen Freiheit dann auch, wo dann empfohlen worden ist. Und ich hatte ja sowieso noch meinen nationalrevolutionären Theorie, mein Theoriegebilde im Kopf. Also war es sowieso noch ein bisschen anders. Und ich war halt wirklich auf den Aktivismus aus und diese Strukturen aufzubauen, um halt zu festigen, zu gucken, die Leute bei Aktionen zu unterstützen. Und deshalb war für mich der Theorieaspekt gerade nicht so wichtig, weil der halt lange Zeit davor so wichtig war, dass wir die Aktion vergessen haben. Wir haben es natürlich mal versucht, aber mit den wenigen Leuten nicht hingekriegt. Jetzt hatte man mehr Leute und ich wollte nicht den gleichen Fehler machen, dass wir zu sehr theoretisieren, sondern auch in die Aktion halt mehr reingehen, weil das halt auch breitenwirksamer ist. Hat ja die EB dann auch gemacht, ne? Also, aber leider halt auch immer so gegen die Leute in der Gesellschaft, die ganz unten stehen. Also wenn ich mir überlege, dass da Hunderttausende Euro für diese Schifffahrt an Spenden verballert worden sind, nur um irgendwelchen Migranten zu zeigen, ihr kommt nicht nach Europa, haha. Gut, man wollte noch die NGOs ein bisschen stören, aber ansonsten, so dieses Image, das ist man nicht mehr losgeworden, ne? Also ich fand das total dumm, diese Aktion, weil sie so viel Geld verbrannt hat. Und im Endeffekt haben die Ganz, Crew ganz, aus. ganz, ganz Ja. ehrlich, also auch wirklich arme Menschen, die wirklich in ihrer Not sich an Schlepper wenden, um ein besseres Leben zu führen, daran zu hindern, ihren Weg da fortzusetzen, das noch abzufeiern, also ist schon erbärmlich, muss man einfach Nicht sagen, die ist einfach Schlepper. erbärmlich, ne? Nein, nicht die Schlepper. Also man hat ja, wenn man die Flüchtlinge dort getroffen hätte, hätten die gleich das riesige Banner gesehen. You won't make Europe home oder your home. Also Europa wird nie, und dann auch auf Arabisch und so. Aber das meine ich ja. Also ich rede ja von den Menschen, die sich den Schleppern anvertraut haben, um Genau. rüberzukommen. Das Weil machen die die ja auch Schlepper sind nicht, vielleicht ne? noch bewaffnet, ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Da muss man auch mal aufpassen. So, und die NGOs hat man so ein bisschen blockiert. Man wollte auch darstellen, dass die da halt wirklich schippern und hat man ja auch gesehen. Man konnte ja auch im Internet diese Bewegung dieser Schiffe live verfolgen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wenn, oder man muss ja einfach nur nachdenken, wenn diese Schiffe da kreuzen und so ein Schlepper da zu der afrikanischen Familie sagt, so, pass auf, da ist das Schiff, wir schicken dich mit dem Schlauchboot da raus bei starkem Wellengang. Die nehmen dich sowieso mit. Ansonsten, wenn da kein Schiff wäre, da würde doch niemand über dieses Meer da fahren, bei so einem Wellengang. Das müssen die doch auch begreifen. Natürlich, und das ist ja auch eine Sache, die politisch angesprochen gehört, dass man sagt, hier, wir haben einen Rechtsstaat und der Rechtsstaat darf nicht ausgehöhlt werden. Ja, das sind alles Dinge, keine Frage, Ja, aber und die. alleine dieser Ansatz, ja, also wir geben jetzt so viel Geld aus,
um hier wirklich einfach nur ja, uns inhuman zu zeigen und zu sagen von wegen hier, ihr kommt hier nicht rein, wir verhindern, dass ihr überhaupt kommt, ist so ein falscher Ansatz und sendet so eine Ja, und falsche Botschaft, ne, wo dann das wirklich hat er dann auch. Rassisten sich die Hände reiben und sagen, ah, die wollen wir nicht und weg mit denen. Das hätte man ganz anders aufziehen können und müssen, um dieses Signal Genau. nicht zu senden, ne? Und Martin hat ja noch gesagt, und na, wir hätten auch die Flüchtlinge gerettet, auf jeden Fall. Ja, das dann aber immer im Nachhinein so zu sagen, ne, man konnte es nicht belegen, dass man es gemacht hat. Und davor, die ganze Aktion davor und danach, ist eigentlich alles so komisch, weil sie hatten, glaube ich, einen Kapitän, aber die Crew war aus Sri Lanka, also auch keine Europäer. Das war auch schon irgendwie peinlich. Deswegen hatte das diesen Touch von, da fahren ein paar europäische Wohlstandskids auf dem Turn, ja, machen dann Abenteuer, lassen sich von der Sri-Lankanischen, die schuftet da auf diesem Dach, und Martin und die anderen machen da geile Fotos, Selfies für die Aktion. Und dann irgendwie durch die ganze Berichterstattung war es dann sowieso negativ. Und dann konnten die, ich glaube, die Crew aus Sri Lanka hat dann sogar, glaube ich, in Europa noch Asyl beantragt. Also haben sie sozusagen auch als Schlepper fungiert, sozusagen, was auch wieder ironisch ist irgendwie, ne? Aber trotzdem, man hat diese ganze Aktion hat so viel Geld verschlungen und hat die DB so unsympathisch wirken lassen, auch dann mit dem Helikopter in den Alpen zu fliegen und so, und dann, oh, wir sperren hier die Grenze ab und so. Das waren alles so Aktionen, wo ich einfach gesagt habe, das hätte ich früher überhaupt nie gefeiert. Das ist einfach so schlecht, weil man nur diese armen Flüchtlinge sozusagen angreift, ja, und Aber sagt, ja, ihr kommt hier nicht durch, und also die sowieso schon nichts haben, ja, auf die das nochmal ist einzutreten. Und das ist auch so typisch deutsch, typisch nee, aber auch, rechts, auch also so. Ja. symptomatisch für die Ideologie der neuen Rechten. Ja, das muss man halt auch sagen. Sie versuchen zwar auch immer dann irgendwie hier Sozialpatriotismus und mit schönen Phrasen irgendwie so ein soziales Gewissen und auch themenpopulistisch auszuschlachten, aber die Kernideologie ist halt anti-egalitär. Es wird halt davon ausgegangen, und das ist ja das typisch alte reaktionäre Rechte, es gibt Menschen, die Kraft ihrer Herkunft, ihres Statuses, ihres Vermögens halt mehr Rechte haben als andere. Und andere daran teilhaben lassen zu wollen, das ist Sozialismus, das müssen wir verhindern, das geht gar nicht. Und das ist halt das Weltbild, was Sellner und Co. jetzt ganz massiv ja vertreten. Ja, es soll ja keine Teilhabe für alle geben. Ja, es soll quasi dann einzelne Eliten geben, es soll Gruppen geben, die mehr Rechte haben, die dann andere berufen sind zu dominieren, zu beherrschen, weil sie es besser können. Da ist ja überhaupt gar kein sozialer Aspekt mehr vorhanden bei diesen Leuten. Und das ist halt dieses Typische, was man auch in der konservativen Struktur dann wiederfinden kann, wenn die Leute da sehr harsch sind und meinen, so, ah, so ist die Welt, so muss sie bleiben, soll sich nicht verändern. Das wird von diesen Leuten ja jetzt auf die Spitze getrieben, indem er eine Kampfansage erfolgt an die Moderne, an die Teilhabe, an Veränderung, an Entwicklung. Ja, die wollen ja wirklich dann die Welt haben, wie in den 60ern am besten, wie sich das in ihrer rosaroten Vorstellung ausmalen, und alles andere soll verhindert werden, was diese heile Welt irgendwie dann gefährden könnte, ne? Ja, das ist halt das Problem. Und wenn man halt sich Spengler nochmal anschaut mit Preußentum und Sozialismus, verstehe ich nicht, warum man denn da diesen Spin nicht macht. Warum man sich dann wieder in so einen abgeschlossenen Zirkel begibt, anstatt zum Beispiel auch auf Linke damit einzuwirken, dass es vielleicht ein anderer Sozialismus sein muss. Oder in eine ganz andere Richtung geht. Wieder mal was Neues und nicht immer nur diese aufgewärmte Scheiße von irgendwelchen gescheiterten Konservativen und Nationalrevolutionären, sondern halt wirklich mal vielleicht auf der Basis dieser Sachen halt was Neues. Und das hatte man ja zum Anfang, man hatte das Potenzial, es gab genug Leute, es gab junge Leute, die unverbraucht waren, es waren Leute nicht aus dem NW, es waren Leute aus dem Bürgertum, es war jede Menge Geld da. Und dann hat man sich gedacht, nee, Alter, wir machen halt jetzt wieder so eine geile Nazi-Sekte draus. Und auch spektakuläre Aktionen, ja, also hier Brandenburger Tor geklettert und wirklich auch so ein bisschen mal Aktionen gemacht, die kannten wir auch schon von vor 30 Jahren, also eine der ersten Aktionen, die ich damals miterlebt habe. Als ich zum nationalen Widerstand gekommen bin, war in der JN, da sind die sogenannten progressiven Kreise auf dem stillgelegten Förderturm geklettert und haben dann da Transparente runtergehangen. Das hat damals Spiegel TV ein bisschen gefilmt. War natürlich nicht breitenwirksam, weil eben die sozialen Medien nicht vorhanden waren in dem Maße wie heute. Das ist dann untergegangen, ja, und die IB,
das hat mich immer so ein bisschen geärgert, weil es immer hieß, die machen was ganz Neues, die sind ultra revolutionär. Die haben im Grunde genommen nichts anderes gemacht als Schema F, halt besser umgesetzt mit besseren Möglichkeiten, als sie uns zur Verfügung standen. Ja, und sind dann gehypt worden durch die Medien und haben da auch dann so ein Stück weit unverdient einen Ruf bekommen, so sie erfinden das Rad neu, was ihnen gar nicht irgendwie gebührte. Ja, also ich habe damals schon gesagt, ich sage, die IB ist alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, vor allem ideologisch, wenn man genauer hinschaut. Ja, weil naja, das, aber wie gesagt, am Anfang halt nicht. Ne? Durch diese Aktion und man wusste halt nicht, wo geht die Reise hin. Das wussten ja Antifa-Strukturen teilweise auch nicht. Die haben zwar ihre, in manchen Gruppen ihre Nazi-Leute da erkannt, aber grundsätzlich, Martin Sellner oder so, hat das ja wirklich als Gesicht der IB später und auch in den Aktionen, hat sich das ja gar nicht wiedergespiegelt, wie im Alexa oder diese Hardbass-Sachen oder Homo Economicus und so diese kleinen Sachen. Und auch in der Ausdrucksweise. Das kam ja erst alles wieder später, wo es dann halt wirklich ich sagen, sie hätten sich gehütet, in eine Reihe mit der neuen Rechten zu stellen. Da ist keiner hingegangen von der IB, auch Sellner nicht, und sagte damals, ich bin Rechter. Ne, im ja, Gegenteil. Das wäre wieder ein Todesurteil gewesen, wenn man sagt, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind identitär. Wir sind nicht null, also wir sind 0% rassistisch und 100% identitär. Wenn man diese Parolen halt nimmt und auf einmal sagt, ja, eigentlich sind wir doch alle ganz rechts. Ja, bitte. Heute wird ja genau das gemacht. Also heute wird ja genau das gemacht, gesagt und getan. Also ich habe so ein paar Bildchen auch mal hier. Wenn man sich die Veranstaltungen anschaut, stoppt den großen Austausch, diese Verschwörungstheorie, die sie da haben, ja, und das Auftreten hier, es ist dein Land, wehr dich. Ja, und wirklich auch dann Leute, die Parolen grölen und aktionistisch unterwegs sind oder auch die Selbstdarstellung. Hier so ein Bild von so drei Identitären, hier die Melanie, der Till und der Andreas, alle Anfang 20-Jährige, die sehen aus vom Aussehen und Auftreten her, als wenn die einen Stock im Arsch hätten und das nicht zum sexuellen Vergnügen. Ja, sie gucken grimmig rein, es ist dunkel, es ist düster, es ist... Und das hat sich auch verändert. Also am Anfang wirkte die IB bunter. Ja, also tatsächlich heute auch dann hier Reconquer the Streets, wo alle dann da stehen. Wir sind eine Ordnungsmacht, wo sie auch rein optisch gar nicht mehr zu unterscheiden sind von den heute aktiven Neonazi-Strukturen. Ja, also die Jungs im Nazi-Kiez in Dortmund, die sehen genauso aus wie die IBler da von der Kontrakulturhalle. Und oh Wunder, es sind ja einige sogar von den Strukturen da dabei gewesen. Ja, und da ist von Anfang an halt nicht nur nicht eingeschritten worden, sondern im Gegenteil, das haben sich die Strukturen in Deutschland durchgesetzt. Mario Müller, ich habe mich schon erwähnt, ich kann hier auch nochmal einblenden, dass ihr euch den angucken kann, der halt mit der Kontrakulturhalle quasi dann die Keimzelle der IB in Deutschland dann begründet hat, die dann für eine massive Radikalisierung sorgte. Ja, er hat ja auch dann ein Handbuch rausgegeben, Kontrakultur, von A wie Aktivismus bis C wie Zentropa. Da schrillen bei uns natürlich die Alarmglocken, weil Zentropa ist ja genau das gewesen, was damals schon zu meiner Zeit hochgehalten wurde. Auf dem AB West haben wir zu Zentropa verlinkt. Der Steffen Pohl, mit dem ich damals hier die Internetseite betrieben habe, der hat da sehr massiv in diese Richtung argumentiert. Und der hat ähnliche Parolen, ähnliche Leitbilder, ähnliche Strukturen schon promotet, wie später die IB unter Mario Müller in Deutschland. Casa Pound zum Beispiel in Italien, ja, oder hier die geistige Aristokratie hier dem Monokelträger, helf mir gerade mal hier, der italienische Wegbereiter auch, der Gabriele D'Annunzio? Nicht Annunzio, ja, man merkt, dass ich immer noch nicht mich von Corona erholt habe. Ich gucke nicht immer so ins Gesicht, sondern ich lese eher die Texte. Ach, ich muss jetzt gerade mal googeln. Mit dem Monokel. Ja, aber zu Mario ist noch zu sagen, also er ist schon seit Ewigkeiten im NW. Und er war damals auch ein führendes Mitglied der ANNW, das waren die Autonomen Nationalisten Nordwest. Das war eine 50 bis 60 Mann starke Truppe tatsächlich aus Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, glaube ich auch, so aus der Ecke. Waren vor allen Dingen Autonome, also ja, Windbreaker und so weiter, und haben sich auch von Kameradschaften und so weiter ein bisschen distanziert. Und Mario war halt auch da theoretisch immer sehr stark, und er war einer, der sogar nationalen Antifaschismus
gepredigt, naja, gepredigt würde ich nicht sagen, aber er hat auch Texte dazu geschrieben und das favorisiert und hat sich auch mit André Aden getroffen und so weiter. Aber als dann Alter Media hat dann zwei Leute von uns geoutet, die ja sowieso schon halb raus waren, die das bei den Piraten halt versuchen wollten und sowieso in so Natzboll-Ecke eher gehen und haben dann gesagt, ja, dann haben wir das halt geschrieben, um Mario halt zu schützen, dass er halt in den Strukturen weiter sein darf, weil er wollte noch drin bleiben. Und andere wiederum haben dann halt gesagt, ja, dann haben wir das nationale Antifaschismus-Ding gemacht, du warst nie dabei und alles ist gut. Und Mario hangelt sich halt von einer Organisation auch zur anderen immer weiter, so wie ich natürlich auch, und sucht halt seinen Weg. Aber im Gegensatz zu mir ist er kein Suchender, sondern jemand, der halt wirklich macht. Also ich weiß gar nicht, wo er politisch genau steht, das müsste man halt genau gucken. Aber er ist halt ein Opportunist, der jede Möglichkeit, die sich bietet, nutzt, um für seine Sache, was auch immer die ist, ob die nun Nationalsozialismus heißt, nationaler Sozialismus heißt, nationaler Antifaschismus, Identitär, Kontrakultur, egal wie es heißt, das immer versucht durchzusetzen. Er ist da völlig drin. Ich meine mal, er hat ein Hans-Baumann-Zitat auf dem Oberschenkel, trifft sich mit Leuten vom Azov-Regiment in der Ukraine und so weiter. Also Hans Baumann ist der Typ, der Zittern die morschen Knochen gedichtet hat, sozusagen. Und ich glaube, es war auch damals, glaube ich, ein Lied beim Rebell oder so von der JN gab es dann auch, glaube ich, doch auch dieses eine Lied gut, da ist doch auch ein Hans-Baumann-Lied dabei. Also es ist halt sehr, sehr Ja, das wurde dann, NS-lastig. das wurde dann gerne vereinnahmt auch, ne? Dass dann sich auch eine Tradition gestellt wurde. Das war ja auch dann hier mit dem Arbeiteraufstand in der DDR, dass da sich darauf berufen wurde. Das macht ja jede extremistische Struktur, dass gerne versucht wird, auch dann die Historie zu kapern und zu sagen, wir stehen in dieser Tradition, wir nehmen die Fackel auf, wir führen diesen Kampf weiter. Das ist ja immer auch dann so eine Phase der Selbsterhöhung, die damit einhergeht, ne? Und deswegen brauchst du halt auch mit den Leuten nicht wirklich diskutieren. Weil in vielen Videos steht immer drunter, lade die doch mal ein, sprich doch mal mit Sellner, sprich doch mal mit den Leuten. Es bringt nichts. Leute wie Axel oder wie ich, wir sind halt komplett durchideologisiert gewesen. Das heißt, wir haben die Antworten schon parat auf viele Fragen, weil wir ein in sich geschlossenes Weltbild, ein radikales, extremes Weltbild hatten. Das heißt, wir wissen schon vorher, was wir antworten wollen. Es geht nicht um Erkenntnisgewinnen oder ja, wer hat denn die besseren Argumente an der Stelle, sondern es geht darum, den anderen fertig zu machen vor einem Publikum. Also zu besiegen und so weiter. Aber Mario würde niemals eingestehen, dass er da irgendwo einen Fehler gemacht hat oder so was. Oder Martin würde das auch nicht machen. Das sind Es einfach. sind halt Sprünge, die man sieht. Sie widersprechen sich ja heute eklatant in dem, was sie damals vorgegeben haben. Und da muss man tatsächlich ja knallhart sagen, entweder haben sie uns damals schon verarscht, haben gelogen, dass sich die Balken gebogen haben, oder aber haben Entwicklungen durchgemacht, die sie selber nicht wahrhaben wollen. Ja, also gerade auch ein Martin Sellner, der früher halt immer dann so, oh, wir werden mit der Nazi-Keule geschlagen, ich bin doch kein Nazi. Er kommt aus diesen Strukturen. Ja, ich hätte ihm zugebilligt, ähnlich wie ich, dass er sagte, okay, ich habe erkannt, das war alles nicht meins, das war nicht gut. Es hätte mir dann auch gefehlt, das öffentlich zu bekennen und darzulegen, wieso, warum, weshalb, damit man es nachvollziehen kann. Aber selbst da hätte ich sagen können, okay, da kann ihn keiner zu zwingen. Ja? Aber dass er dann mit diesen Strukturen unter der Hand gearbeitet hat und jetzt ganz offen, ja, und sogar dann fordert eine Mosaikrechte, ähnlich wie eine Mosaiklinke, in der alle ihren Platz haben, egal ob Rechte, ob Hooligans, ob Flügel und so weiter und so fort, und sich daher wirklich auch dann totalitären Strukturen in die Arme wirft, ist ja ein Beleg dafür, dass entweder seine demokratische, antifaschistische Grundhaltung, die er auch gerne mal in Interviews angeführt hat, nicht real war. Oder aber, dass sich die mittlerweile gewandelt hat und er einfach sagt, so, jetzt ist eh pfeif egal und ich kann mich sonst nicht halten. Auch das wäre menschlich charakterlich schwach. Ja, denn wenn man einsieht, ich konnte das, was ich wollte, nicht durchsetzen, sollte man auch ehrlich sagen, von wegen, okay, ich bin fertig, ich mache jetzt was anderes. Ne? Oder aber man sollte sagen, von wegen, okay, ne, ich habe damals halt die Dinge anders gesehen und habe mich jetzt weiterentwickelt oder habe jetzt eine andere Position. Aber für diese Leute wird es ja immer so dargestellt, als wenn es ein roter Faden wäre. Das ist so dieser Horst-Mahler-Effekt, der sich als ehemaliger RAF-Terrorist hinstellt und sagt, der Kampf, den ich heute als Nationalsozialist führe, ist der Kampf, den ich damals in der RAF geführt habe. Da gibt es keine Brüche, da gibt es nichts, was ich irgendwie erklären oder gerade biegen müsste. Das ist ein Weg, den ich gehe. Und das wollen Extremisten immer. Ja, sie können sich nicht eingestehen, dass Menschen sich ändern, dass Menschen Fehler machen können, dass sich Dinge entwickeln und dass man auch nicht immer die komplette Wahrheit gepachtet haben kann. Ne? Ja. Und
Ein zum Beispiel ist zum einen auch, dass, wie sie sich auf der Leipziger Buchmesse damals ja, verhalten haben. Ja, da war Kubitschek, dann kam noch Höcke irgendwie durch die Menge und so. Und da waren ein paar Antifas und Mario und Martin und so. Dann stehen sie da auf einer Bühne da vor ihrem oder vor ihrem Stand da und hofieren den Höcke, wo ja schon vorher klar war, in welche Richtung das geht. Der mit Thorsten Heise so dicke ist, Landolf Ladig und so weiter. Man wusste das alles. Und anstatt einfach zu sagen, du, Alter, mit Höcke gehe ich nicht auf eine Bühne, das ist nicht meine Art von Patriotismus. Hier mit Volksteile verlieren und so weiter, ist überhaupt nicht mein Ding. Nein, dann brüllt man da irgendwelche Antifaschisten an, die nicht mehr wie der Schwarze Block aufgetreten sind, sondern relativ normal halt auch. Und dann, wo wart ihr Silvester und so. Also es war wirklich peinlich und sich das anzugucken, ich weiß nicht, das ist nichts Elitäres, nichts, wo ich sagen würde, das ist dem Format auch dieser Buchmesse irgendwie gerecht, ja, wenn man sich als intellektuelle Elite sieht oder so, ja, Bücher schreibt und Handlungshilfen und so weiter und dann fällt man da in so einen, du weißt ja nicht, in so einen populistischen Scheiß zurück, in so einer ochlokratischen Backlash, den man da irgendwie hat, irgendwie, und dann brüllt man da irgendwelche Leute nieder und so, anstatt einfach zu sagen, wir suchen den Dialog und so weiter. Dann wird wieder gesagt, nee, das war ja gar nicht möglich, die haben ja auch geschrien und so weiter. Nee, dann macht Uns man halt redet irgendwie was an. keiner. Wir werden vorverurteilt. Jetzt schreibt die Presse wieder. Wir haben da rumgebrüllt. Gut, das haben wir auch, aber die anderen schreibt sie nicht. Ne, das ist ja immer, also ich provoziere ein Setting, um mich in eine Opferrolle zu begeben. Darum geht's. Das ist eigentlich nur noch Propaganda für die eigenen Leute, damit die sich bestätigt fühlen. Was sind wir arme Kerle? Was sind wir wichtig, dass wir den Kampf aufgenommen haben gegen diese Welt von Feinden, die uns hier unterdrückt und so unfair zu uns ist? Ja, man opfert Ach, sich halt ne? immer, ne? Man ist in einem ständigen Opfermodus. Die Medien sind unfair. Ja, die Medien sind halt teilweise auch, wenn man den Umfragen halt glaubt, wie viel 60, 70% die SPD, Grün und so weiter oder Linke favorisieren. Ja? Aber nicht Aber diesen deren Fakt. Medien sind ja nicht anders. Also das finde ich halt immer unlauter. Ich zeige mit dem Finger auf andere. Und das, was ich dort sachlich kritisiere, mache ich selber exponentiell noch viel schlimmer. Ja, wir Ja, brauchen doch nicht glauben, dass und die selbst wenn. Medien der neuen Rechten, der IB, irgendwie objektiv oder sachlich wären. Die sind doch ganz klar auf Indoktrination ausgerichtet. Ne? Und wenn man Argumente hat, gute Argumente hat, dann muss man die A nicht schreien, nicht irgendwem entgegenbrüllen, auch nicht in der Parole oder so. Wo wart ihr Silvester? Was bei irgendwelchen Antifas da öfter. Nee, es war die Frankfurter Buchmesse, glaube ich sogar. Leipzig oder Frankfurt? Ich glaube, Müsste ich mein nochmal gucken. Frankfurter, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Jedenfalls, diese Art und Weise, wie sie da an den Tag gelegt worden ist, das ist einfach nur schlecht. In allen Maßen propagandistisch und so weiter. Und davor hat sich ja Martin immer distanziert, dass man so eine Richtung geht. Und er macht das halt selbst. So, das ist halt. Und wenn man Und die Medien als Feind hat, er hat nie ja. widersprochen. Also ich kenne ja auch dann die Leute, die am Anfang dabei waren, die sich bei ihm beschwert haben. Das wollte ich eben noch kurz anführen, wo du sagtest, er wäre noch gar nicht so das Gesicht in Deutschland gewesen zu eurer Zeit, aber er hatte schon den Einfluss, dass Leute sich an ihn gewandt haben. Ja, und da hat er halt immer gesagt, so ja, hier keine Distanzeritis und lass die mal machen und wir gucken, wie das ausgeht. Ne, der hat halt nie den Arsch in der Hose gehabt, sich selber unbeliebt zu machen, sich selber mal hinzustellen, zu sagen, das geht nicht. Und ich halte ihn ein Stück weit auch für einen Getriebenen. Ja, also ich glaube schon, dass der so als rechter Yuppie und so ein bisschen hier auch Kultur und Bilder produzieren und Frau und Tradition, hätte der auch einen anderen Weg gehen können, ja, wenn andere Strukturen in der EB sich durchgesetzt hätten. Wenn das wirklich eine Struktur geworden wäre, die einen inklusiven Nationalismus vertreten hätte, wo man gesagt hätte, hey, ich habe kein Problem damit, ob jemand trans ist, ob jemand Migrationshintergrund hat, auf Pfeif egal, ob der Christ oder Muslim ist, das ist hier alles integriert, solange gewisse Grundsettings herrschen. Glaube ich, hätte der genauso weitergemacht wie jetzt, aber jetzt ist die Struktur, weil in seiner Untätigkeit und auch generell seinem Versagen gegenzusteuern, seinem Unwillen gegenzusteuern, halt so tief im Rechtsextremismus gelandet, dass er, um sich da aufrechtzuerhalten, das ja einfach mitspielen muss. Ja, wenn ich mir angucke, wenn der mit dem Schattenmacher und Schlomo Finkelstein in der Honigwabe sitzt und da Loblieder auf Putin singt und wirklich einfach menschenverachtenden, rassistischen Müll von sich gibt, da muss man einfach sagen, ja, lieber Martin, hättest du anders haben können, hättest du anders haben sollen und du hättest aber einfach irgendwann mal sagen können, stopp. Aber
der kann ja auch nicht raus. Der hat ja auch keine andere Möglichkeit mehr, außer seine Rolle da zu spielen, die er eingenommen hat. Ne? Nee, das ist ja wie der Volkslehrer oder so, der dann irgendwo ins Ausland geht und um Spenden bettelt und dann, ach, da kommen keine Spenden und so weiter. Also Martin ist halt stark abhängig von seiner eigenen Base, ne, von seiner eigenen Fanbase und so weiter. Aber er legt sich halt die Sachen halt auch immer so hin, wie er sie braucht. Und klar, argumentativ ist er wahrscheinlich sehr stark und würde uns wahrscheinlich in Grund und Boden quasi an seiner Stelle und würde da mit Texten kommen, die müsste man dann erst wieder nachschlagen, dann müsste man selber einen Gegenpol dazu entwickeln wieder. Und das Gute, ja, das ist, stimmt ja nicht, und irgendwelche Statistiken aus dem Zusammenhang gerissen und die müsste man auch wieder, ne? Mit geschriebenem Wort, aber da braucht man gar nicht, weil das sind Dinge, man kann über vieles diskutieren. Das sage ich halt auch immer, auch Rechte, auch Extremisten können in singulären Punkten Recht haben. Ja, aber sie verknüpfen es halt mit Forderungen und Herleitungen, die einfach weder logisch noch legitim sind. Und da muss man drauf verweisen, da muss man sie packen. Ja, natürlich könnte man jetzt vortrefflich darüber diskutieren, auch Einigkeit herstellen in bestimmten Themen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, wir haben ein Integrationsproblem, würde ich sagen, ja, haben wir. Ne? Ich so, wir haben ein Problem in Deutschland, ja, haben wir. Aber deine Herleitung, ja, woher es rührt, wo es kommt und was die Lösungsvorschläge sind, genau, die sind falsch, weil ich möchte keine brandigen Glieder aus dem Volkskörper abschneiden. Ich möchte keine einfach Diktatur. Einfach Remigration, ne? So, und da muss man sie packen. Das muss man eben auch immer klar differenzieren, dass man nicht sagen kann, die sind alle doof, die haben alle keine Ahnung, die erzählen nur Mist. Ja, und das sage ich heute auch. Auch viele Dinge, die die AfD anspricht, hat ihre Legitimation. Aber was dahinter steht, was da für Pläne mit verknüpft werden und für Forderungen erhoben werden, das ist das Problem. Ja, nicht, dass eben Themen auch von diesen Leuten richtig benannt werden können. Ja, das ist erstmal eine populistische, einfache Lösung für komplexe Sachverhalte, wie Remigration, ja, ganz klar, so jeder hat ein Bild im Kopf, ja, wir schieben einfach alle ab, so, aber fast jeder hat ja ausländische Freunde, so, dann kommen ja schon mal die ganzen Ausnahmen wieder, so, wer nimmt denn diese Ausnahmen und richtet darüber, ja, wer soll das machen? Wird das Martin machen? Wollen das die anderen machen? Da sind wir auch wieder ganz klassisch im Rassismus. Ja, dann haben wir nachher Schädelvermesser, die dann die Hautfarbe bestimmen und sagen von wegen, ah, hier, der ist jetzt zu dunkel, der kann kein Europäer mehr sein, der muss jetzt raus und der ist noch in Ordnung, könnte Italiener oder Spanier sein, der ist noch Teil des europäischen Kulturgutes und der europäischen Identität. Da sind wir wieder im klassischen Rassismus und das muss oder man ihm immer noch wieder da um die ist Ohren zum schlagen. Beispiel jemand, der dann, keine Ahnung, Migrationshintergrund hat und dann, ach, der ist kriminell geworden. Ja, und dann guckt man in die Führungsriege der IB, wie viele Leute sind da verurteilt? Ach, das war ja was ganz anderes, Körperverletzung, das war ja alles für die Sache oder so, ja, oder wie bei Mario oder so, ja. Also, da würden schon so viele Ausnahmefälle an sich schon alleine durch die Migranten, die sich halt auch als Deutsche fühlen, entstehen, dass das schon mal gar nicht so funktioniert und das wissen die halt auch. Und sie boxen es halt trotzdem immer wieder durch, also. Ich stell, wenn ich mit Leuten in Berührung komme, schreiben mich ja auch dann viele an, die diskutieren wollen, die es höflich machen, mit denen gehe ich auch in den Diskurs. Ich stelle immer zum Eingang die Frage, ich sage, okay, du hast jetzt einen Rohrbruch, ich sage, und rufst einen Klempner. Ja, bei dir trieft wirklich hier das braune Wasser schon und zerstört deine ganzen Bücherschränke, der ganze Boden ist vollgesuppt und dann steht Mehmet da an der Tür und grüßt dich freundlich und sagt, ich möchte jetzt hier den Rohrbruch beheben. Schickst du den weg? Sagst du dann, du bist nicht Teil der europäischen Kultur, du bist nicht Teil Deutschlands, du bist kein Deutscher, ich möchte nur Deutsche arbeiten lassen? Ja, also pragmatisch natürlich nicht, da würde er erstmal die Arbeit verrichten dürfen und dann würde er ganz bürokratisch vom Amt einen Ausweisungsbescheid bekommen. So wie der eine das von der NPD gesagt hat, ja, sie würden eine Ausreisebescheinigung bekommen oder eine Aufforderung und dann müssten sie raus. Da machen die sich auch, glaube ich, gar keine Illusionen. Das ist auf so einer persönlichen Ebene. Die meinen das ernst. Die meinen das tödlich ernst. Die sitzen wirklich da und sagen das, aber leben selber in einer Welt, die sehr arm, ja, die sehr karg und die nicht lebenswert wäre, wenn sich ihre Pläne durchsetzen. Und das übersehen sie halt. Ne? Ich meine, ist natürlich klar, wir leben ja nun mal in einem System, was jedem auch die Möglichkeiten gibt, sich wie eine offene Hose zu benehmen und trotzdem an allem zu partizipieren, was man wortreich abzulehnen vermag.
Habe ich ja auch. Ich war Staatsfeind als Neonazi von wegen hier, ach, Judensystem und Demokraten und bringen uns den Volkstod. Aber ja, ich krieg keinen Job mehr, Hartz IV nehme ich. Ne? Ne? Und so ist es im Extremismus immer. Die Lebenswirklichkeit der Menschen selber ist nicht in Einklang zu bringen mit ihren eigenen Forderungen. Und da muss man sie immer wieder packen. Und da muss man auch Martin Sellner mittlerweile sagen, wenn ich mir so seine ideologischen Exkurse ansehe, wenn ich mir so seine Schriften durchlese, das ist alles alter Wein in neuen Schläuchen, da ist nichts neu dran, da ist nichts hip dran, da ist nichts modern dran, da ist nichts richtig dran. Das sind alles längst überlebte Bilder aus der Mottenkiste. Ja, und das muss man den Leuten halt immer wieder um die Ohren klatschen, wenn sie sich da versuchen, doch noch irgendwie als neu oder als revolutionär darzustellen. Das ist alles schon da gewesen, schon zu unserer Zeit, und das, was da gemacht wurde, ist zu unserer Zeit schon gemacht worden. Also da ist nichts da, was irgendwas Inspirierendes hätte, und scheitert aus sich selbst heraus. Ne? Ja, auch einfach nichts Positives mehr beizutragen vermag, weil man sich eingekesselt hat und man politisch sich da, da in seine Wagenburg da zurückgezogen hat und einfach nur jeden Tag irgendwie aufsteht, ach, was haben wir in den Nachrichten? Ach, Silvester, ja, die blöden Flüchtlinge, und dann geht das halt schon wieder los. Ne? Dann werden wieder neue Reden geschwungen und so weiter und neue Leute aufgehetzt und so weiter. Und die wirklichen Probleme werden halt nicht angegangen. Also gibt es halt keine Lösung und auch keine mit anderen Parteien, die gefunden werden, sondern immer nur, wir sind gegen alles, was die anderen da machen. Wenn alle sagen, oh, wir sind für die Ukraine, dann sagen wir natürlich total widersinnig, ja, wir sind für Putin, ist ja ganz klar. So, ich denke mir, also da ist wirklich kein Intellekt mehr, keine Güte, keine Weisheit, keine Weitsicht und Kompromissfähigkeit schon mal gar nicht. Und das wird halt immer wieder dazu führen, dass sie halt auf lange Sicht halt scheitern. Und weil sie nur immer die Wut der Menschen katalysieren und verstärken wollen. Und das führt halt einfach aus eigennützigen Motiven, das muss man ja auch sagen. Das hast du eben ja auch schon ganz schön dargestellt, dass es nicht mehr darum ging, wirklich Not zu lindern und Idealismus zu frönen, indem man sagt, wir verteilen Decken an Obdachlose, sondern ach, wir brauchen einfach nur einen schönen Instagram-Post, wir können uns produzieren. Da sieht man schon, dass es da wirklich den Leuten nur noch um Selbstzweck geht und nicht irgendwie als Mittel zum Zweck sich zu begreifen. Ja, und das ist schon symptomatisch für Gruppendenken, symptomatisch für Extremismus, Radikalisierungsprozesse. Und da brauchen wir jetzt wieder keiner erzählen, das habe ich damals so oft gehabt schon. Die IB, was ist an denen denn extremistisch? Ja, was ist an denen denn radikal? Das sind halt Jugendliche, die Patrioten sind. Na, wo ich mir denke, ja, guck dir an, was die sagen, guck dir an, wie die sich produzieren. Holt euch von Mario Müller. Der hat seine Gedankengänge auch niedergelegt in Kontrakultur, dem Buch, ja, über die identitäre Jugendkultur, ja, wo er dann wirklich von A bis Z ja alles aufzählt, was irgendwie Teil der Gedankengänge der IB sind, und das lässt sehr tief blicken. Ja, und da braucht mir keiner erzählen, wenn jemand, der sich dann da als ehemaliger Neonazi hinstellt und sagt, ja, wir waren damals Nationalrevolutionäre, wir sind heute Nationalrevolutionäre, wir gehen jetzt einfach neue Pfade, dass da irgendwie eine Loslösung vom Extremismus irgendwie stattgefunden hat. Und wenn man sich dann den auch ekelhaften Rassismus anschaut, dass da Menschen exkludiert werden aufgrund von reinen Äußerlichkeiten, dem gesagt wird, der hat die falsche Hautfarbe, der hat den falschen kulturellen Background, der kann hier nicht Teil der Gesellschaft sein, das geht nicht, dann ist das einfach ekelhaft. Das musst du halt auch begreifen. Es ist ja auch immer, das auch ein Mantra gewesen, wir sind die letzte Generation, die was ändern kann. Ja, es gibt nichts anderes. Also es gibt halt kennen wir jetzt ja aus einem anderen extremistischen Umfeld, letzte Generation. Ne? Also vielleicht war Martin Sellner da ja der Stichwortgeber. Ne? Ja, also die letzte Generation, die noch was ändern kann und nicht mal langfristig gedacht, ne? Nicht auf Kompromiss und sonst was ausgelegt, sondern wirklich, es muss schnell gehen, und das ist halt auch daran, wo die IB dann halt zugrunde gegangen ist, es muss schnell gehen, wir sind die letzte Generation, wir können nichts mehr machen, also wir sind die Letzten, die was machen können, so, und danach ist sowieso die Sinnflut und danach ist Deutschland komplett verloren. Und wenn man sich in diesem ideologischen Konstrukt halt bewegt, dass man der Letzte ist, der was machen kann, man greift dann zum einen Strohhalm. Man kann nicht irgendwie sagen, okay, diese Bewegung ist tot, wir haben es nicht geschafft, wir versuchen was anderes, einen anderen Ansatz oder so, mal vielleicht ein bisschen positiver oder so. Obwohl, das wissen vielleicht auch nicht alle, ich erwähne es immer wieder gerne, die IB ist offiziell von Götz Kubitschek als gescheitertes Projekt benannt worden in einem Artikel.
Ja, also das hat man auch gesehen und das muss man auch nochmal klar benennen hier. Die alten IB-Köpfe, ja, die immer gerne auch dann sich produziert haben, die damit auch gut verdient haben mitunter über ihre Versände und ihre Immobilien, die sie von Spendern dann bekommen haben, haben sich alle sukzessive aus der IB zurückgezogen, zumindest aus der ersten Reihe, und haben Jugendliche nachrücken lassen, die sich wieder verbrennen, ja, für eine Struktur, die offiziell von ihrem geistigen Vordenker, ja, Götz Kubitschek, in Deutschland, Institut Schnellroda, Stichwortgeber von Höcke, Redenschreiber, Spiritus Rector des Flügels der AfD, auch Mitglied mit seiner Frau Ellen Kositzer, ja, der hat gesagt, die IB ist gescheitert. Ja, und trotzdem werden junge Leute verheizt, trotzdem werden Leute in diese Strukturen hineingezogen, produzieren sich damit Gesicht und verbrennen sich und schaden sich und ihrer Reputation und ihrer Zukunft. Und auch das ist eine Sache, die man klar benennen muss. Auch das ist einfach eine Sauerei von diesen Leuten. Ja. Ja, wie Leschik das auch noch gesagt hat, ne? Also bei ihm war es ja auch so, er kannte einen mit Migrationshintergrund, einen Leiter dort, der abgesägt worden ist, weil er halt schwarze Hautfarbe hatte. Dann war der nächste, der hatte irgendwie eine aserbaidschanische Freundin und hätte Blutschande betrieben und wurde da angefeindet innerhalb der IB. Und er weiß halt schon, dass diese Bewegung halt niemals was Positives sein kann, weil wenn schon also Leute mit Migrationshintergrund oder die halt jemanden in ihrem Verwandtenkreis haben. Bei Martin Sellner ist eine Amerikanerin voll cool, aber eine Frau aus Aserbaidschan so, was? Und das merkst du, Da kommen wir diese zum Urgrund, Doppelmoral, da kommen wir zum Urgrund. Die Brittany Pettibone, die ist ja Weiße. Ne? Und ja. diese Strukturen aus den USA, aus denen die kommt, die sind ja mittlerweile auch so tief versackt im übelsten Rassismus. Ja, haben wir jetzt auch gesehen, Kanye West, der sich da mit einem Neonazi-Funktionär mit Trump zum Essen getroffen hat. Das sind die Strukturen, aus der Pettibone entstammt. Das sind die Strukturen, die in den USA nochmal eine Gangart härter dann auch im Extremismus gelandet sind. Haben wir auch die ganzen Militias gesehen da beim Sturm aufs Kapitol. Das ist auch das, was sich Leute wie Sellner in letzter Konsequenz wünschen, weil da sind wir auch wieder bei dem, was ich ja auch bei der anderen letzten Generation immer wieder kritisiere. Wenn ich ein apokalyptisches Bild zeichne und mir diese Alleinstellungsmerkmal, als wir sind die Einzigen, die es noch im letzten Atemzug verhindern können, sonst gehen die Lichter aus, legitimiert das ja in letzter Konsequenz auch alles andere, ne? Bis zur Gewaltanwendung, bis zum Vorgehen gegen andere. Und das ist auch die Kern- und Wesensideologie der konservativen Revolution und der neuen Rechten, die für sich ja in Anspruch nimmt, wir wollen einen starken Staat, wir wollen das durchsetzen, was eben hier ein göttliches Gesetz ist und die anderen haben eben dann das Nachsehen und ich möchte nicht, dass solche Leute jemals irgendwas zu sagen bekommen. Ja. Ja. Wir haben es auch letztens, ich hatte mal geguckt, da ne, habe ich dir mal gezeigt, dass Pettibone, Brittany, auch ein Interview 2017 mit Andrew Tate hatte. Und damals, glaube ich, noch, ich habe das Interview mir noch nicht angehört, müsste ich nochmal machen, aber da war in dieser Kurzbeschreibung, stand drin, ja, Social Justice Warriors triggern mit Andrew Tate und so. Und ich denke mir, ja, und mit solchen Vollidioten, mit Frauenfeinden, Menschenhändlern und so weiter. Berüstet man sich, dass man ein paar Social Justice Warrior triggern konnte. Gut, das war 2017. Ich weiß nicht genau, was da drin vorkommt. Können wir uns gerne nochmal irgendwie zu Gemüte führen oder so. Aber Andrew Tate war ja schon immer eine Persönlichkeit, wo man sagen kann, also das ist jetzt nicht, das ist jetzt vom Intellekt her sowieso keine Granate. Ja? Und anstatt mal gesagt wird, ey, wir müssen uns nicht mit jedem Idioten solidarisieren, sondern wird dann gesagt, ja, wir triggern die, wie toll das ist. Ganz ehrlich, und dadurch ist die Rechte halt immer lost, weil sie halt auch immer die ursten, die schlimmsten Leute irgendwie geil findet, wie Trump oder so. Also da kann man doch mit Menschen mit Intellekt kann man doch den nicht feiern. Ganz ehrlich, also wie verzweifelt muss man sein? Und das ist die neue Rechte, sie ist halt verzweifelt, weil sie die Letzten sind, die was ändern können. Und da schießen sich halt immer wieder selber ins Knie. Und da können wir eigentlich nur vom Glück reden, dass diese Strukturen halt nachhaltig in Deutschland nichts verändern werden, wenn sie sich nicht ändern. Aber ich hoffe natürlich, dass die Leute das irgendwann mal begreifen für sich und sagen, ey, das hat meinem Leben jetzt 10 Jahre, 15 Jahre oder wie lange Martin und Mario schon dabei sind, nichts gebracht, nichts Effektives. Sie haben keine Familien irgendwie gegründet oder so oder was Positives. Sie sind nicht im Ehrenamt, weißt du? Wir versuchen immer so durch politischen Aktivismus das Beste für das Volk zu machen. Haben wir aber nie.
So, also wir müssen uns halt einfach Sie mal ganz. führen auch kein glückliches Leben. Guck dir Sellner mal an, der ist ja in kürzester Zeit 20 Jahre älter geworden vom Aussehen her. Der sitzt da abgemagert und muss sich da mit Leuten wie dem Schattenmacher und Charlotte Corday mittlerweile umgeben, ja, und feiert dann irgendwelche MPD-Baden ab, die bei der Rechten und dem Dritten Weg auftreten. Also das ist schon ein Niedergang, Das den man musst, auch das, das, das persönlich musst du mal sieht, jetzt ne? erzählen. Du kannst nicht immer nur so ein paar Sachen reinwerfen. Ich habe ja damit komplett gebrochen und es interessiert mich auch nicht, weil es mich runterzieht, wenn ich sehe, was aus dieser Bewegung, was es hätte mal werden können, doch geworden ist, weil die Leute halt teilweise echt cool waren. Was hat er da mit Charlotte Corday und irgendwelchen MPD-Leuten? Das müsstest du mal nochmal ausführen. Das Das würde mich mal ist ja interessieren. jetzt seine Bubble. Also er ist ja immer auch dann der Honigwabe zu Gast da mit dem Schattenmacher. Der Schattenmacher ist ja der Freund von Charlotte Corday. Da sind die Verbindungen ja jetzt da. Das ist ja jetzt seine Bubble. Das sind ja so die Gesichter, die sie noch haben. Ja, War der Schattenmacher nicht so ein NS-Typi, so ein bisschen, der so Nee, mit nee, der macht halt einen Eugenik und sowas, der so ein auf bisschen ja, Rassentyp? so sanfte Eugenik und ist halt auch einfach auch ein Feigling, ja, der sich nicht traut, Gesicht zu zeigen. Ja, ist also jemand, der aber dann selber auftritt und dann immer erzählt, wie er sich hier stellt und was für ein tolles Weltbild er hat und dass er alle anderen niederargumentieren kann und stolzer, strammer Rechter halt. Ist aber eine ziemlich arme Wurst. Also wer aus Angst ja, vor vermeintlichen Repressionen, wenn er sich für so einen tollen Hecht hält, nicht mal sein Gesicht zeigt, aber seine Frau das machen lässt, ist für mich eine arme Wurst, kann man nicht anders sagen. Ne? Und dieser MPD-Barde, der hat einen ganz komischen Namen. Das ist so ein Typ, der rennt so als Wald- und Wiesenschrat durch die Gegend. Boah, der nicht der Öhi, der Olmi, muss ich nachgoogeln, kann ich dir dann mal zuschicken. Der ist halt einer, der dann auch im Umfeld der NPD auftritt und bei Neonazi-Strukturen eben dann auch gern gesehen ist mit seinen Klampfenauftritten, die auch grottenschlecht sind. Also du hast nichts verpasst. Und der wird auch von Martin Sellner gehypt, ja, und empfohlen und applaudiert. Und da sind halt alle Hemmungen gefallen, dass man irgendwie noch Distanz wahrt zu Kreisen, die ganz offen mit Strukturen kooperieren, die man vorher mit Werbe immer von sich gewiesen hat, wenn es immer hieß, was? Wir werden als Nazis diffamiert, diese elende Nazi-Keule, mit diesen Leuten haben wir nichts zu tun. Ja, heute ist man über Bande ganz nah dran mit diesen Ja, Strukturen und hat eben nicht mehr die oder Probleme, wie früher zu nicht, sagen, nicht so, ne? wie ich vorhin sagte, ne? Nicht nur die Nazi-Keule, sondern der Nazi-Haken, der vom NW ausgeworfen wird, um nach der IB zu greifen, den man aber heute wie ein williger Fisch schluckt, den Nazi-Haken, wo man sich aber mit solchen Leuten halt gemein macht. Also, was könnte wohl schiefgehen, wenn man sich mit Nazis einlässt, politisch gesehen, Ich meine, menschlich wir sowieso? können froh sein, dass diese Strukturen auch dann so schnell wieder gescheitert sind. Also ist auch wieder symptomatisch und sollte uns auch Mut machen. Ja, also ich habe teilweise auch damals am Anfang Leute gehabt, die echt Angst hatten und sagten: Oh mein Gott, diese Bewegung erstarkt jetzt und die Jugend wird jetzt von denen eingefangen. Wo ich von Anfang an sagte: Ich sage, das sind wenige. Ich sage, die Medien schreiben die jetzt hoch. Das wird aber einen tiefen Fall geben, wenn die nicht erkennen, dass diese Strukturen, mit denen sie sich einlassen und diese Ideologie, den sie hier Raum geben, ja, der Keim des Zerfalls ist. Ja, und so ist es. Da können wir froh und glücklich sein. Und würde sagen, wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde geschafft. Ja, also war wieder mega viel Input, war sehr interessant. Muss ja dazu sagen, du hattest ja ein bisschen Angst, dass das keine tote Waschfrau interessiert, was wir heute zu erzählen haben. Also ich bin selber wieder ganz baff, wie schnell die Zeit vorangegangen ist, wie viel wir hier ausgepackt haben, wie viele Dinge wir ausleuchten konnten. Dafür meinen allerherzigsten Dank. Wie immer gebührt natürlich dann das abschließende Wort dir. Und ich nagel dich direkt mal fest. Am Anfang habe ich ja gesagt, ich hätte dich gerne öfters mal hier als Gast. Ist natürlich klar, Private Life Öfter, geht immer vor. öfter, nicht öfters, öfter. Öfter, Entschuldigung, Sprachpolizei, oha. So, also öfter, ja, ich hätte dich gerne dann Ich komme aus dem öfter hier zu Bereich. Gast. Hallo? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, aber um dich hier direkt mal auch an den Haken zu nehmen, nicht den vom NW, sondern hier von meinem Kanal, werden wir auf jeden Fall hoffentlich noch in absehbarer Zeit einen Livestream machen, wo auch dann die Zuschauer, die hier gerne eingeladen sind, auch ihre Fragen schon mal zu kommentieren und in den Diskurs zu gehen, uns live befragen können. Ich denke mal, das wird auch eine kurzweilige Angelegenheit. Und da komme ich auf jeden Fall morgen oder übermorgen auf dich zu und werde einen Termin festmachen, weil so leicht kommst du mir ja nicht davon. Ne? Morgen schon. Ja, was wird dein Thema sein? Ist das schon eine Idee?
offene Fragerunde. Die Leute haben ja die Videos dann hoffentlich auch konsumiert. Wenn nicht, werden sie rausgekickt, bis sie alles dreimal geguckt haben und auch ihrer Freundin, Familie und Arbeitgeber vorgeführt haben, um diesen Kanal voranzubringen. Ja, und dann werden sie abgefragt, ob sie alles verstanden haben, worüber wir gesprochen haben. Und dann dürfen sie uns, wenn sie lieb sind, auch ein paar Fragen stellen. Ne? Glaube ich, so war es geplant. Ne? Ja, tickern wir dann noch, kriegen wir hin. Aber das letzte Wort gehört dir jetzt, drück dich nicht, ne? Jedes Mal dieses letzte Wort, so auf Zwang, irgendwas Intelligentes sagen zu müssen. Ja. Ja, nee, danke fürs Zusehen, fürs Anschauen, für Kritik, wie gesagt, immer unten alles reinschreiben, was euch so umtreibt, für Fragen auch gerne noch reinschreiben. Ich werde mal jetzt mal gucken, dass ich ein paar Sachen beantworte, wenn jetzt irgendwas Größeres ist. Und ja, supportet den Kanal und vielen Dank. Bis dann. Ich danke dir. Ja, Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, supportet den Kanal, wie geht das denn? Blende ich euch wie immer ein, was unter anderem alles möglich ist. Also YouTube habt ihr selber gefunden, sonst könnt ihr das Video nicht sehen. Aber wichtig ist, abonniert bitte und geht auf die Glocke. Nur dann seid ihr immer up to date, was an neuen Dingen veröffentlicht wird. Auf meiner Community-Seite poste ich ja auch ab und an was. Unter anderem, wo ich anderweitig zu Gast bin. Regelmäßig ja auch bei meinem Freund Philipp Schlaffer auf ex-rechte-rot-nicht-rocker, einem Kanal, den ich auch noch allen wärmstens empfehlen kann, die sich mit Extremismus, Radikalisierung und Resilienzerhöhung gegen doofe und dumpfe Parolen auseinandersetzen wollen. Da könnt ihr gerne auch mal reinschalten, aber ganz, ganz wichtig, hier bitte Abo und Glocke nicht vergessen. Auf Twitter schreibe ich natürlich auch ab und an mal kleine Kommentare zum Zeitgeschehen. Auf Instagram könnt ihr gucken, wie ich in schönen Anzügen mit bunten Krawatten aussehe und was ich sonst so treibe. PayPal könnt ihr mich mit reizender Support gerne unterstützen, wenn ihr diesen Kanal voranbringen wollt, die technische Ausstattung gewährleisten wollt und auch mal als Dankeschön für meinen Gast hier ein leckeres Abend- oder Mittagessen, wenn wir uns hoffentlich bald auch mal persönlich treffen sollten. Ja, da seid ihr gefragt. Ja, jeder Cent hilft, jeder Euro hilft. Ihr dürft mir natürlich auch gerne das Haus der Großmutter vermachen. Alles fließt in diesen Kanal und meine ehrenamtliche Arbeit gegen Extremismus, Radikalisierung, Gewalt und dumpfe Parolen. Ja, Kanalmitgliedschaft ist genauso möglich wie Patreon-Patenschaft. Also wer hier regelmäßig gerne unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, auch hier drunter verlinkt, eine Mitgliedschaft oder eine Patenschaft bei Patreon abzuschließen. Auch da bin ich sehr, sehr dankbar für alle, die es bis jetzt getan haben und für die, die es noch tun werden. Wer es nicht kann oder möchte, auch da bin ich nicht böse, gibt kein Beef. Aber seid euch bewusst, ohne eure Unterstützung wäre all das hier nicht möglich. Und damit wir auch etwas aufzeigen können, was hoffentlich Menschen interessiert, die in Gefahr laufen oder Gefahr laufen könnten, in diese Strukturen abzutauchen und einzudringen und sich da manipulieren zu lassen. Da sind wir alle gefragt, etwas Gegenfront zu machen. Das machen wir ja ganz gut und sehr erfolgreich. Im letzten Jahr konnte ich gut ein halbes Dutzend Menschen in Aussteigerprogramme vermitteln. Viel, viel weitere haben mich angeschrieben und mir gesagt, dass auch unsere Beiträge hier dazu geholfen haben und der Diskurs auch mit der Community, sie davor zu bewahren, sich zu radikalisieren oder in verschwörungsideologische oder extremistische oder religiös-fundamentalistische Gruppen abzudriften. Das ist schon ganz, ganz stark für so einen kleinen Kanal mit so einer Monothematik, wie wir hier verbreiten. Das wäre ohne euch alle nicht möglich. Deswegen hier auch zu Beginn des neuen Jahres hier meinen allerherzlichsten Dank an euch für eure Unterstützung, die hoffentlich auch 2023 nicht aufhört. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Liebe Leute, lasst bitte auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr es doof fandet, auch gerne einen Daumen nach unten. Ist ja kein Zwang, das hier alles toll zu finden. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf meinem Kanal. Habt eine schöne Zeit.